Hallo Welt! Hallo Juhu! Claudia, Hallo Claudia, hallo hallo, Henning! hallo Lambert. Hallo Henning, Kein hallo Mensch Lambert! weiß, kein Mensch weiß, was diese Geste bedeutet. Der neue Power Move. Ja, Yeah. könnt ihr uns hören? Sind wir live? Hallo Chat, seid ihr auch schon da? Hallo der Plasma, moin! Hallo Oh, Mr. guten Prosser! Morgen, guten Abend zusammen. Moin, moin. Moin, moin ist universell, oder? Kann man immer. Ja, das geht immer. Wunderbar. So, wie Genau geht's das. euch? Euch zwei und euch im Chat, wie geht's euch? Ja, Lambert, wie geht's dir? Langer Tag, aber gut. Und Ja? selbst? Ja. Ja. Nur noch ein Tag bis Wochenende. Ja, genau. Und Und übrigens, außerdem. wir haben bei der Begrüßung was vergessen. Sorry, aber so viel Zeit muss sein. Hallo. Professor Dr. Fassi. Prost! Genau, warte, ja, natürlich. Hey. Prost. Prost. Ja, Dankeschön. Herr Dr. Heller, Frau Professor Frick, Herr Krause. Kauf, Wir erfinden hier keine akademischen Namen. Es ist alles echt. Ja, ne? Ihr kennt es nur noch nicht da draußen an den Bildschirmen. Oder vielleicht auch doch schon. Ja, vielleicht wissen es noch nicht alle, genau. Genau, wir haben nämlich was zu feiern. Und zwar haben wir zu feiern. 10. Ausgabe Forschungsstrom. Yeah! Um nicht zu sagen. Okay, Und ich habe keine deswegen, Ahnung, was das bedeutet. Wir wissen alle nicht, was das bedeutet. Lambert wir hat uns nur wissen gesagt, wir nicht. sollen das machen. Das ist bestimmt was Schlimmes. Stimmt nicht. Jedenfalls wollte ich das mit euch feiern, den Forschungsstrom, Ausgabe 10. Ja. Und wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass bei der 10. Ausgabe Forschungsstrom wir also eher entsprechend feiern müssen. Und deswegen muss ich hier gerade mal ein bisschen umbauen. Es ist jetzt Oh. hier ein bisschen chaotisch. Es tut mir sehr leid. Aber es kann sich Das nur noch um die Stunden handeln, bis Lampenkonstruktion das Kabel. mit dem Handschuh drüber aus Ja, Sendung 1. ja Oder und zwei. der übliche Wir Spruch an haben unsere noch Zuschauerinnen draußen an den Monitoren: Nichts davon ist abgesprochen. Das ist Nee. alles Nein, auf gar spontan. keinen Fall ist was abgesprochen. Aber ich habe ja gesagt, bei Folge 10 will ich mit euch gerne mal was Besonderes machen. Oh Gott. Und deswegen, so, nehme ich euch jetzt mit. Und es gibt ja was zu feiern. Und deswegen, das ist aber mit dem Kabel hier auch. So, also, wollte ich nämlich mit euch zusammen mich in Folge 10 hier richtig schön ins Bällebad legen. Ein Ich habe ein Bällebad, natürlich. Ja, man braucht noch ein Bällebad. So, jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich das hier mit dem Mikrofon mache. Und das gibt richtig schön Atmosphäre hier, um nicht zu sagen Geräusche. wir keine Bällebäder? Ich frage mich auch Ja, gerade. ne? Habt ihr nichts vorbereitet für Folge 10 hier? Was für ein So, muss aufwendiges Studio ist das, was du zu Hause ja, hast, das dass du ist. live aus dem Bällebad Mein Gott, heraus ich weiter. liebe es. Natürlich. Ich liebe So, es. jetzt muss ich nur noch hier das mit dem Licht wieder irgendwie hinkriegen. Aber Ja, ja. lass dir Ha, Zeit. Gott, Gott, Gott. ha, ha. Ach, so, zack. Licht und Ton. Ja, nee, Henning, das war nämlich die Idee. Doch, ja, heute Folge 10, da müssen wir ein bisschen Entschuldigung, besonders du machen. weißt aber, Henning, am Ende der Sendung müssen die Bälle alle farblich sortiert sein. Ja, das wird richtig lustig, wie wir das hinkriegen. Das ist ja auch so eine Tradition bei den Nerds. Du Kurze hast Frage, bestimmt schon die eine oder andere Volumenberechnung Ja, gemacht, sieht das oder? gut aus oder sieht das gut aus? Oh Gott, Henning, das ist der Also, Hammer. ja, so habe ich mir das vorgestellt mit euch in Folge 10. Das sieht gut Schön. aus. Dann muss ich noch hier Ja. das Mikrofon ein bisschen so. Ja, Ja. es passt, wir hören dich. Also, Ne? das ist Ja. gut. Gibt es in dem Chat schon ein bisschen Bällebad-Neid? Ja, Also ihr könnt auch gerne ein paar Bälle abhaben hier. Also Achtung. danke, Zack. danke. Zack. Ich habe Hoffentlich treffe ich jetzt nicht irgendeine nicht mal Taste. mehr einen Okay. Pseudoball, um so zu tun, als könnte ich einfangen. Nein, Der Plasma schlägt vor, abschätzen, wie viele. das Oh ist gut. ja. Das, und Henning muss dann zählen, um uns zu sagen, wie viele es wirklich sind. Ich glaube, ich weiß ja auch, wie viele es wirklich sind. Wo sind mal die Ah, Karte? da bin ich voll dabei. JP Ha. Thiele. Oh. JP Thiele? JP? Bälle wieder in Form. Eine Frage. Darf ich von meinem Erstausstattungsgeld der Hochschule eigentlich ein Bällebad kaufen, anstatt einen Schreibtisch? Du hast Liebe ein TH Köln, Erstausstattungsgeld? das großzügige Angebot von vielen Stoffalpakas möchte ich umwandeln in
In Bällebäder. In Bällebäder, genau. Sehr mein Bälle. Ja. Ah, guck mal, 400. Lass mal schätzen, 400. Mr. Prosser, 800. Wer hatte 400 geschätzt? Der Plasma hatte 400 geschätzt, Mr. Prosser 800. Der Plasma ist näher dran. Der Plasma ist näher dran. Okay, warte, dann sag, ja. ich mal 500. So, am besten du noch und dann. Nee, so viele sind es gar nicht. Ich würde sagen, es sind 300. Okay, wer ist näher dran? Es waren mal 500, als wir die gekauft haben. Aber ich irgendwann diffundieren die auch irgendwo anders hin. Ja. Toll. Der Bällebandstand war schon mal höher. Also mittlerweile fasse ich mit zwei Kindern gut rein. Okay. Am Anfang ging das erstmal nicht so gut. Ja. Eine technische Frage mal, was ich schon immer wissen wollte und immer fragen wollte zum Thema Bällebäder. Gibt es ein Standardverfahren, wie man die Bälle reinigt, wenn man meint, dass man das mal möchte? Das würde ich mir dann die Frage auch mal stellen, wenn ich das... Also da kann ich jetzt mit meiner weitreichenden Expertise weiterhelfen. Nicht, weil ich ein Bällebad besitze, sondern weil ich jemanden kenne, der ein Bällebad besitzt, der mal ausführlich auf Twitter dargelegt hat, wie er sein Bällebad reinigt. Also Mandelbrötchen, den könnt ihr gerne auf Twitter folgen, und mal nach Bällebad bei ihm suchen. Der hat ein Bällebad und der reinigt die, indem er die in Säcke füllt, in die Badewanne tut, dort mit dem Wasser reinigt, dann wieder in den Sack reintut und auf einer großen Liegefläche ausbreitet, damit sie trocknen. Und dann macht er das mit dem nächsten Sack, weil sein Bällebad ist ungefähr zweimal so groß. Ja, okay. Das sind dann, ist dann ein Sonntag, weißt du? Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, ja, wirklich, wirklich. Kann man nicht empfehlen, glaube ich. Also ich glaube, es ist geil, eins zu haben, aber das Reinigen ist schon... Ja, das möchte hier noch aus dem Chat hineinwerfen von Mr. Capture, Bällebadheizung. Ich glaube, das ist auch ein neues deutsches Wort, sage ich jetzt einfach mal. Das hat er erfunden, aber es klingt gut. Also ich bin dafür mehr Bällebäderheizung. Ja. Okay, ja, spannend. Wenn die warm wären, wäre echt gut. Wieso Hot Stones, halt nur Hot Bälle. Ja. So. Ja, jetzt haben wir die 10 Jahre Forschungsstrom. 10 Jahre. Oh Gott, das wäre mal 10 Folgen Forschungsstrom gesagt. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Forschungsstrom. Wow. Ja, so ist das aber. Schon voll die alten Hasen. No. Oh Gott. Das klingt total so, als hätten wir jeden Monat einen gemacht. Stimmt das? Nee, jetzt echt mal. Wir hatten einmal 2 im Monat. Unsere Sonderfolge mit unseren eigenen Abschlussarbeiten. Ah ja. Okay, ja. Genau, wir haben im Februar, glaube ich, angefangen, ne? Ja. Kurz vor Corona. Ja. Stimmt, so war es. Ja, die erste Folge hatte noch gar nicht Corona zum Thema. Wisst ihr noch, wie das war, als wir nicht über Corona nachgedacht haben? Wir haben unbefangen gescherzt, haben Wissenschaftsthemen einfach so gewählt, weil sie uns interessant erschienen und so. Ja, und nicht lebensverändert. Ja. Tja, so jung waren wir mal. Ja. So, ich hoffe, ihr habt auch wieder was mitgebracht heute. Wir haben gar nicht darüber geredet, wer anfängt. Wir wissen ja eh wieder nicht, wer was mitgebracht hat. Aber. Ja, aber Claudia, aber wir müssen nochmal über diese Sache sprechen da. Also, du bist jetzt Professorin. Ab Februar bin ich Professorin, ja. Ab Februar. Kannst du dann überhaupt noch mit uns hier twitchen? Oder kriegst du dann, musst du dann irgendwie deine Nerd-Shirts gegen Bläser tauschen und... dir einen Dutt machen total. Deine Social-Media-Kanäle löschen, weil du dann als Beamtin irgendwie nur noch, weiß ich nicht, das sagen darfst, was Herr Laschet gut findet oder wie ist das so? Und einmal im Monat darfst du dann runtersteigen in den Social-Media-Keller von Henning und Lambert und nochmal die Nerdjacke von damals anziehen, genau. Das schummrige Licht aufdrehen. Oh. Aber nur noch als Gäste, nur noch als Gäste. Ja. Nein. Ja, also ehrlich, wenn das so wäre, dann würde ich den Job nicht machen wollen. Nee. Sag mal kurz, Professoren für was eigentlich? Was ist die Denomination? Genau, die Denomination, also die Bezeichnung, wozu ich forsche und lehre, ist Informationsdienstleistungen und Wissenschaftskommunikation. Geil. Am Institut für Informations- und Kommunikationswissenschaften an der TH Köln. Und genau, da werde ich
alle möglichen zukünftigen angehenden WissenschaftlerInnen ausbilden in dem Bereich, von BibliothekarInnen über Data Scientists, über Information Scientists, bis hin zu Kommunikationswissenschaftlern, also alles einmal durch. Ich bin schon, also ich bin so irgendwas zwischen freudig und volle Panik. Aber das wird schon. Im Mittel geht's. Ja, brauchst du noch irgendwie einen Mitarbeiter? Das ist ja super geil. Das klingt ja echt super. Ja, kann man da bei dir Mitarbeiter werden? Baust du da jetzt sowas auf? Oder ist das eine Professur, die es schon gab? Und wie ist das da? Also es gab Vorgänger tatsächlich, männlich. Aber die Professur ist schon neu entstanden. Also die Denomination, das Forschungsgebiet gab es nicht. Das ist tatsächlich neu. Das haben die sich so zusammengedacht und es passte perfekt auf das, was ich so mache. Und ich muss mir erst was aufbauen, du. Wir müssen mal gucken. Ich werde ja wahrscheinlich ein Jahr lang nicht wissen, wo mir der Kopf steht und nach einem Jahr hoffentlich mal anfangen, Projekte starten zu können oder anlaufen zu haben und dann auch Mitarbeitende zu haben. Cool. Mit Henning und mir hättest du zwei Hiwis mit echt. Ja. Ich fürchte, ihr werdet ein bisschen teuer. Oder kann ich euch in Blüschtieren bezahlen? Nehm mich nur in Bällen, bitte. In Bällen, oh, okay. Ja. Alpaka-Coin. Oder das Projekt hier als Forschungsobjekt nehmen. Das springt auf jeden Fall ein paar Abschlussarbeiten bei raus. Gute Idee, der Plasma. Hier. Und wehe, ein Studierender wagt, da irgendwas dran zu kritisieren oder irgendein Defizit zu finden. Da sehe ich aber schwarz mit der Versetzung dann. Oh ja, das wird... Ja, Mr. Seidmann, im Seidmann, komm gerne vorbei. Was muss man eigentlich studieren, um Data Science zu studieren? Gibt es da irgendwie an der TH Köln so einen Data Science-Studiengang? Oder da gibt es tatsächlich einen Data and Information Scientist-Studiengang. Das ist ein Bachelor-Studiengang. Da habe ich jetzt auch schon im Wintersemester als Lehrbeauftragte eine Vorlesung. Die sind relativ breit aufgestellt im Bachelor. Dann kann man, glaube ich, da recht viele gute verschiedene Master draufsetzen und dann direkt in die Praxis starten. Also so Auswertungen von Daten jedweder Art und sowas, das ist schon Wahnsinn. Cool. Ja, also mit den Studiengängen, mit der Vielfalt, da muss ich auch erstmal mir genau angucken, was da, also das ist so viel, was das da alles gibt. Die TH Köln ist mega interessant, wirklich. Also ich hatte mit denen so mittelbar immer mal zu tun. Die sind unter anderem assoziiert mit so einem, ich glaube, das nennt sich ZBIW. Das ist so ein bundesweit aktives Zentrum für bibliothekarische Fort- und Weiterbildung, die da immer schon auf ziemlich hohem Niveau Sachen gemacht. Also naja, so hoch kann es nicht gewesen sein, weil ich habe bei denen auch schon mal Workshops angeboten, aber ansonsten relativ gut. Nee, und auch sehr sonst gute Leute da in der TH, ja. Ja. Ja, also ich finde, also das Institut gefällt mir halt gut. Also die ich habe ja selber, also das ist ja das Verrückte, ich habe ja selber dort den Master gemacht. Also ich werde künftig die Masterstudierenden ausbilden, wo ich selber den Master gemacht habe. Also ich habe schon jetzt eine emotionale Bindung an dieses Institut und ich freue mich total. Cool. Auch auf die neuen KollegInnen. Alles nette Menschen mit vielen Ideen und es wird stressig und toll. Tja, dann muss ich das Forschungszentrum Jülich und damit leider auch die Helmholtz-Gemeinschaft natürlich irgendwie, das ist natürlich traurig für uns, muss ich mal ganz klar so sagen. Das ist ja schon schade. Ja, da ist bestimmt eine hohe Ablösesumme gezahlt worden, oder? Was sagt der Transfermarkt? Da kann ich nicht drüber sprechen. Also die Plüschtiere passten in keinen LKW. Ja. Also für die Nicht-Insider, es gab einen Joke, der relativ viel Response hatte auf Twitter, wo jemand sagte, dass Claudia dann wohl mit Plüsch-Alpakas bezahlt worden sei und dann wurde sich ausgemalt, wie sie ertrinkt in so einem Bad, also ihr ganzes Büro voller Plüsch-Alpakas quasi, ja. Das wäre so schön. Ich glaube, die würden sich auch freuen, die Plüsch-Alpakas. Ja. Oh, hier kommen aber auch große weinende Augen gerade von. Oh ja, FZ. Ja. Shoutout an alle FZJler, also alle, die jetzt bei mir im Zentrum arbeiten. Also ich werde auch alle vermissen. Es fiel mir sehr schwer, da jetzt meine Bitte um Beendigung des Arbeitsverhältnisses heranzutragen. Es war schon
Ein Abschnitt geht vorbei, ihr kennt das, ne? Man muss sich da erstmal dran gewöhnen. Aber ich sag mal so, ne? Ich habe sowohl die Fälle erlebt, wo jemand weggegangen ist und dann was Tolles Neues gemacht hat oder so. Und dann gibt es aber auch die traurigen Fälle, dass Leute aus negativen Gründen gehen. Und das ist härter, oder? Wenn du merkst, irgendwie an der Wissenschaftseinrichtung, an der du was machen willst, kannst du das nicht erreichen oder funktioniert aus welchen Gründen auch immer das nicht oder so. Und das ist in diesem Fall ja nicht so. Du gehst ja total, also ich habe das jetzt bis zum Schluss auch verfolgt. Das war ja eine super Sache, was du im FZ Jülich gemacht hast einfach. Ne? Ja, tolle Kollegen, tolle Menschen und... Ah genau, du könntest jetzt hier noch schnell einen Shoutout zu deiner Stellenausschreibung geben. Was muss denn dein Nachfolger, deine Nachfolgerin können? Wie ist die Aufgabe definiert? Ich muss mal abwarten. Weißt du, da bin ich ja gar nicht mehr involviert. Okay. Aber auf jeden Fall was mit Open Science, würde ich jetzt mal ganz so ganz gewagt. Was mit Open Science, ja. Ganz gewagt würde ich mal sagen, was mit Open Science. Und am besten ein Wissenschaftskommunikationsbibliothekarischer Hintergrund mit Technikaffinität. Wir müssen dich klonen, glaube ich, ja. Ach so. Es wird nichts drum rumführen. Das wird halt irgendwie eine große Show in der nächsten Forschungsstromsendung. Das Klonen von Claudia. Aber ja. Live-Experiment. Wir klonen heute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird schwierig mit dem Klonen. Ach komm, OA Unicorn, das kriegen wir hin. Ja. Haben wir denn schon eine Reihenfolge für heute? Nee. Ja. Ja, haben wir? Nee, ich meine ja zu der Frage. Ah, du hast ja gesagt, jetzt musst du dir entscheiden. Ja, oder wollen wir wieder abstimmen? Ja, stimmt, wir können abstimmen. Wir haben doch so eingefahrene Rituale schon. Im Chat. Henning, du musst irgendwie zum Abschluss irgendwie den so Downer machen. Umgekehrt. Du musst den Downer machen, um die Leute wieder auf den Teppich zu holen, wenn sie total aufgekratzt sind. Und ich könnte jedenfalls schon mal die Überschrift zu meinem Thema verraten. Das ist eine gute Idee. Und der Chat muss dann sagen, welcher denn als erstes. Ja, dann sag mal. Genau, also bei mir geht es um Verzögerungen. Verzögerungen nicht im Betriebsablauf, sondern Verzögerungen im Rettungsablauf. Das ist so mein Thema. Okay. Also mein Thema würde ich überschreiben mit What would science do? Meins heißt Version 13. Und was es für die Wissenschaftskommunikation bedeutet. Im Spiegel der Wissenschaftskommunikation. Version 13, also nicht Klon Nummer 13, sondern Version. Nee, nicht Klon, sondern Version. Version von was? Das wird dann noch geraten. Das okay. Bringen das jetzt schon. So, dann Chat, sagt mal an, was wollt ihr denn? Hepter Sean hat schon Henning zuerst gesagt. Das war noch bevor du das Thema gesagt hast. Einfach nur damit ich nicht am Schluss wieder mit meinem Downer komme. Ne? Ja. Genau. Lieber den Downer gleich, volle Breitseite vorweg. Ja, weil Henning, ich mal mir das schon aus. Wenn du Verzögerung im Rettungsablauf, ich sehe schon Menschen sterben. Weißt du? So. Ja. Aber hier steht schon 2 für Lambo, 1 für Henning. Nee, 2-2 jetzt. Leute, Wissenschaft ist nicht einfach eine Meinung sagen. Ihr müsst argumentieren. Warum? Was? Die schönste Begründung gewinnt. Das ist nein. Gut, wir machen jedes Mal neue Regeln. Ja. Genau. Wir erfinden jedes Mal die Regeln. Unsere Regeln strömen vor sich hin. Das ist wie der Signature-Move, der jedes Mal ein anderer ist. Ne? Ja. Ich finde das finde ich mega. Das, kann ich sowas fürs Büro haben? Aber hallo. Kennt ihr so Leute, die. Du sitzt in deinem Büro und die Tür ist zu. Und dann steht draußen, habe ich extra ein Schild, worauf steht, bitte klopfen. Weil man weiß nicht, also ob jemand da ist oder nicht. Und ich denke, also weil wir jetzt im Moment so viel im Homeoffice bin, wenn ich da bin, steht dann da, bitte klopfen, bin da. Und die Leute klopfen an und machen mit der anderen Hand schon die Tür auf. Weißt du? So in einem Zug und du sitzt dann da mitten in der Telefonkonferenz, in der Videokonferenz. Hätte ich gern so ein Schild zum Hochhalten. Stopp! Ja. Das wäre nett. Videokonferenz, ja. Okay. Oh, hier. Die Begründung für Lambo von M. Seidmann ist 42. Die 13 mit 42 begründet, das ist natürlich ein Argument. Oder Downer am Anfang. Oh, das Argument ist Bällebad. Schlamuffen, da hast du jetzt einen Punkt.
Welches Bällebad soll ich anfangen? Ja. Ein Benutzer, der sich Schlamuffen als Benutzername gibt, qualifiziert sich auch für so eine Aussage. Ja, ich finde, das ist schon, ja, oder? Ja. Lass mir das. Okay. Ja. Dann muss ich heute anfangen. Und weil ich so weit weg bin vom Rechner, ist meine Vorbereitung hier auf abgeholztem Baum. Wow. Habe ich die hier vor mir liegen. Mega gut. Kann die heute auch nicht aus dem Rechner angucken. Ich mache einfach mit und lege meine Füße hoch. Ja, das ist auch gut. Genau, also ich wollte mit euch über Verzögerungen im Rettungsablauf sprechen. Und dazu wollte ich mit euch mit einem kleinen Experiment anfangen. Lambert, kannst du, also Lambert, stell mal vor, ich bin Raucher, ja? Und jetzt möchtest du gerne, dass ich mit dem Rauchen aufhöre. Kannst du mich mal so kurz mit zwei, drei Sätzen bitte überzeugen, dass ich mit dem Rauchen aufhöre? Darf das auch eine Interaktion sein? Also klar. Ja. Okay. Gutes Argument. bei welchen Gelegenheiten rauchst du besonders oft, Henning? Ja, immer. Eigentlich immer. Kennst du dieses positive Gefühl, wenn man morgens aufwacht und die Luft voll einatmet und diese Fülle spürt? Ja, klar kenne ich. Ja. Das wird nichts mehr. Soll ich es versuchen? Ey. Ja, ich glaube, da kannst du mich mal überzeugen, bitte. Also ich habe aufgehört mit dem Rauchen, weil mein Finger gestorben ist. Du solltest das auch tun. Ja, aber dann soll doch erstmal Lambert aufhören. Der raucht ja noch viel schlimmer. Ja, aber Lamberts Gesundheit betrifft dich nicht. Okay, gut, das war das Szenario 1, ja. Okay. Ich habe, merkt euch, wie ich reagiert habe, ne? So, ich habe, So, Claudia, kannst du mich mal das Thema Geschlechtergerechtigkeit in unserer Gesellschaft, ne? Wenn ich da kein nicht aware wäre, kannst du mich mal überzeugen, dass das ein wichtiges Thema ist, bitte? Geschlechtergerechtigkeit? Ja, genau, ja. Also ich mir ist Geschlechtergerechtigkeit egal, ich finde das nicht wichtig. Kannst du mich mal bitte überzeugen, dass das wichtig ist? Das ist schwierig, wenn man nicht weiß, wo die Person herkommt. Also die einfachste Argumentation ist, vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Deswegen sollten sie auch alle gleiche Chancen haben, egal welchen Hintergrund sie haben. Das sieht jetzt ob Geschlecht oder ethnische Herkunft oder Geldbeutel der Eltern. Das ist einfach wichtig für die Gesellschaft, weil wir müssen alle gleich behandelt werden. Ja, aber deswegen müssen wir jetzt ja hier nicht irgendwie die Gesellschaft komplett umbauen. Deswegen müssen wir jetzt ja nicht irgendwie Frauen bevorzugen. Deswegen müssen wir ja nicht unsere Sprache ändern. Also das sehe ich nun auch gar nicht ein. Henning, was erzählst du denn da für Sachen? Ja. Genau. Du bist ja auch gar nicht betroffen. Ich glaube, du kannst das gar nicht so einschätzen, Henning. So, das war Szenario 2. Jetzt kommt Szenario 3. Wow, okay. Lambert, kannst du mich mal überzeugen, dass Datenschutz eine wichtige Sache ist, bitte? Überleg mal, möchtest du, was du im Schlafzimmer machst, dein Nachbar von nebenan erfährt? Wenn nein, kannst du dir immer überlegen, dass man das auch verallgemeinern kann, denn darum geht es, dass du deine Intimsphäre, deine Privatheit hast mit den Grenzen. Ja, aber Lambert, guck dir das doch mal an, dieser ganze Datenschutz, was das hier alles für uns bedeutet. So ein riesen Aufwand, wie da jetzt gemacht wird. Man muss überall so viel klicken. Die Wirtschaft muss jetzt hier, kann gar nichts mehr machen. Man darf überhaupt keine Daten mehr abfragen. Die Betriebe gehen alle pleite, nur weil die ganze Zeit da diesen Datenschutz haben. Also das geht nun wirklich nicht. Dann doch nicht, okay. Gut, das war ein Reaktionsmuster 3. Jetzt kommt noch ein viertes Szenario, bevor ich euch sage, worüber ich eigentlich rede. Ja. Claudia, kannst du mich mal davon überzeugen, dass die Armut in der Welt abgeschafft werden muss, bitte? Geld ist schon ziemlich kacke. Kapitalismus ist kacke. Also Armut definiert sich daraus, dass wir im Kapitalismus leben und Menschen Geld brauchen, um sich Essen zu kaufen. Das ist doch völlig absurd. Also Kapitalismus weg und dann haben wir auch das Problem mit der Armut nicht mehr.
Ja, aber Claudia, das ist also, das können wir doch eigentlich gar nicht. Das geht doch einfach gar nicht. Also das ist doch versucht worden. Die DDR hat das doch versucht und es ist doch gescheitert und es klappt überhaupt gar nicht, den Kapitalismus abzuschalten oder abzuschaffen, und deswegen werden wir auch nie die Armut besiegen. Ja, der Kapitalismus läuft auch super. So, das war Argumentationsmuster 4. Ich möchte mit euch über 4 Argumentationsmuster sprechen. Okay. Und dazu hat es nämlich eine Studie gegeben, und ach Mist, die müsste ich jetzt eigentlich doch mal in den Chat packen. Aber ich kann sie auch googeln und in den Chat posten, wenn du mir sagst, wie sie heißt. Soll ich dir die DAU vorlesen? Nee. Oh wow, die DAU diktieren voraus. Die DAU vorlesen, nein. Ja, kannst du mal bitte William Lamb googeln? Mhm. Wie das Lamm auf Englisch. Ja. Und die Studie ist erschienen in Global Sustainability im Juli. Sustainability. Sustainability. Und der Hauptautor ist William Lamb. Und da geht es nämlich um Klima. Und ich bin wieder bei meinem Downer-Thema vom Hirn. Vor der Herren. Wie ist denn der Titel dieser A? Also es hat was mit Klimakommunikation zu tun. Und ich habe hier die Studie aber auch nicht... Ah, Discourse of Climate Delay. Ja, genau. Okay, genau. Ich hab sie. Genau. Also, und es geht darum, wir haben jahrelang, immer versucht, die Bedeutung des Klimawandels kommunikativ hochzuhalten, und dann gab es immer diese Klima... Wie nennen wir sie am besten? Klimawandelleugner oder ja, Klimawandelleugner. Und die haben einen super viel Zeit und Nerven gekostet, weil man immer so intensiv mit denen diskutieren muss oder zumindest mit denen diskutieren muss, weil es immer noch diese zweifelnden Leute so am Rand gibt, die man vielleicht noch überzeugen kann. Und was diese Studie jetzt aber sagt, ist, das große Problem aktuell ist nicht, dass diese... Antiwissenschaftler, diese Klimawandelleugner, so ein großes sozusagen sagen würden, das stimmt alles gar nicht mit dem Klimawandel, sondern das größte Problem sei aktuell eigentlich, dass es Leute gibt, die zwar sagen, ja, das mit dem Klimawandel, das stimmt schon, aber die in ihrer kommunikativen Reaktion auf den Klimawandel Verbesserungen beim Klimaschutz verzögern wollen. Und deswegen bin ich sozusagen bei dem Thema, wenn zum Beispiel man ehrgeizigere Klimaschutzmaßnahmen fordert, dann werden diese häufig abqualifiziert in der öffentlichen Diskussion. Und das passiert immer wieder mit ähnlichen rhetorischen Mustern. Und diese Muster werden also hier mal analysiert. Und dazu sagt der Hauptautor zum Beispiel, traditionelle Formen der Klimaverweigerung werden zunehmend durch weichere Formen der Klimaverzögerung ergänzt. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das sieht man öfter mal. Ich würde es jetzt den FDP-Effekt nennen, aber... Den FDP-Effekt, ja. Ich kam da nämlich auch drauf. Ich habe heute Morgen einen Podcast gehört auf dem Fahrrad, Herrn Lammert, dem ehemaligen Bundestagspräsidenten, und mit Antje Boetius. Und die haben sich unterhalten. Und dann sagte der Lammert sagte dann in der Diskussion irgendwann, ja gut, aber die Chinesen, die bauen auch gerade ganz viele Kohlekraftwerke auf, und da sagt auch keiner was dagegen. Und ich persönlich, wenn ich solche Argumentationen höre, frage ich mich immer, was will mir diese Person, die das jetzt sagt, dass in China gerade total viele Kohlekraftwerke gebaut werden, damit sagen, wenn wir eigentlich gerade beim Thema sind, dass es gut ist, dass wir in Deutschland aus der Kohle aussteigen und wir es eigentlich noch sehr viel schneller als 2038 machen sollten. Weil dann dieses, und das ist nämlich auch ein ganz klassisches rhetorisches Muster, und zwar, wie heißt es, wie würdet ihr das nennen? Derailing. Whataboutism, ja, oder derailing, genau. Es ist Whataboutism, ja, stimmt. Es ist ein reines Whataboutism, und das habe ich zum Beispiel bei dem Rauchenbeispiel eben mit Lambert versucht zu machen. So, da habe ich dann gesagt, ich muss nicht mit dem Rauchen aufhören, du musst erstmal Lambert aufhören, der raucht noch viel mehr. Gut. Und das heißt, man weist auf ein Problem hin, und anstatt irgendwie sich über die Lösung zu unterhalten, zeigt man nur auf andere und sagt, ja, aber da, guck mal, die bauen noch viel mehr Kohlekraftwerke. Ne?
Ja, das ist, ich glaube, das ist das Standardargument, wenn man sagt, ja, also Gewalt gegen Frauen ist echt ein Problem, darüber müssen wir reden. Ja, aber es gibt auch Gewalt gegen Männer. Ja, oder Gewalt gegen Kinder oder Tiere oder ich weiß nicht was, ja. Ja, das war aber gerade Ich fand nicht das übrigens, Thema. also es ist ich fand einen Schritt davor schon super interessant, Henning, den du am Anfang gemacht hast. Du meintest, dass die, was die Autorinnen, Autoren von dem Paper sagen, oder was zumindest die Implikation ist, ist, dass sowas wie Klimaleugner gar nicht so das Problem sind, sondern das, worauf du jetzt eingehst. Und das finde ich auch nochmal interessant, weil ich habe so ad hoc eine kleine Vermutung, nämlich, dass es einen Bias gibt, zugunsten von der Auseinandersetzung mit Klimaleugnern. Nicht nur, weil die so schön schrill sind, sondern weil, wenn das stimmen würde, dass die größte Barriere sind, man sie dann mit sachlichen Argumenten vielleicht aushebeln könnte, oder? Also man setzt sich sozusagen dann damit auseinander, warum ist es doch so, dass es das Klima, die Klimakatastrophe gibt, ja? Und dann muss man sozusagen nur nochmal in anderer Form das wiederholen, was man sowieso schon gesagt hat oder so, statt sich damit auseinanderzusetzen, wie es das Paper jetzt tut. Wie sieht das aus genau? Und was für Varianten gibt es, von denen keine Konsequenzen daraus ziehen wollen, oder? Also finde ich ganz interessant. Ja. Ich hoffe, ich lerne jetzt noch, wie ich dann künftig Diskussionen derailen kann. Oh, Henning ist eingefroren. Und Henning Henning ist ist weg. weg. Ah. Nein! Müssen wir jetzt zu Das zweit weitermachen? Bällebad hat ihn geschluckt. Ja. Ja. Das hat er wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, was wir gezählt haben. Ja, genau. Na, er kommt Ach bestimmt wieder. Er Mensch. kommt bestimmt wieder. Und wieder. Bis dahin. Fidel hat einen sehr guten Einwand gebracht. Er sagte, die DOI hätte man aber wirklich noch diktieren können. Da gibt es Schlimmere. Lambert kommt. I totally agree, oder? Total, total. Kennt ihr eigentlich den DOI-Shortener-Service? Es Nein. gibt, also Google mal nach DOI-Shortener, das gibt's. Also von der DOI, ja, dem Gremium, was das macht. Du kannst eine DOI eingeben und dir eine kürzere DOI ausgeben lassen. Das wäre ja super. Aber dann hat man ja Naja, ja. zwei. Ich hab bei in der Community, die dieses Foster Open Science Training Handbuch geschrieben hat, gab es eine hitzige Diskussion darum, als ich es gewagt hatte, die lange DOI des Handbuchs durch eine kurze DOI zu ersetzen. Da kam das Argument auf, dass es so ein Teil der Semantik von DOIs ist, dass du halt in dem ersten Teil ja, wenn du weißt, wie es ist, die Quelle kodiert hast, also und das dann Ja. erkennen kannst. Wobei ich bin mir da nicht so sicher. Ich finde eigentlich die Idee eines DOI-Shorteners gar nicht so doof, muss ich sagen. Naja, ich weiß nicht. Nee, doof ist es nicht, aber man hat dann schon, also könnte dann schon quasi sowas wie eine zweite DOI fabrizieren, die dann, wenn man nicht Oh. das eine aus der anderen berechnen kann, wieder zurück. Der Plasma hat es gerade gemacht. Der hat hier die DOI GG3X7J produziert. Das Und ist ich die aus vermute mal, dem da oben. Ah, Witzig, muss ich ne? jetzt selber mal testen. Und das stimmt natürlich, das passt jetzt zu dem scherzhaften Thema, weil GG3X7J kann man noch so gerade diktieren, das ist noch so eine Schmerzgrenze. Oder ich Ja. könnte mir vorstellen, dass du dieses, gleich weiß ich es auswendig, Man, Woman, Camera, TV, also GG3X7J könntest du auch auf eine Folie draufpacken und Leute im Publikum könnten das dann schnell eintippen oder so, oder? Das ist schon gut. Ja, also ich weiß nicht, also ich hatte mich halt, fand das jetzt deshalb eine geile Idee, weil ich weiß nicht, so mit DOIs beschäftigen und wenn man dann sieht, was es für welche gibt, also so DOIs mit 100 Zeichen, wie Phil gerade schreibt, das passiert und dann so mit Spitze Klammer auf, Spitze Klammer zu, ein Unzeichen, ein Leerzeichen in einer DOI und noch ein Semikolon und lass uns hier noch demnächst Emojis in DOIs. Was fällt denen alles ein? Nein, bring mich nicht auf Ideen. Aber Claudia, was du gerade erwähnt hast, Leerzeichen in DOIs, hast du es mal Ich erlebt? hatte einmal welche eine gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, ob die dann auch valide und völlig in Ordnung war, aber ich hatte das mal gesehen. Und es war kein schlechter Verlag. Also, so, vielleicht haben die das auch dann repariert irgendwann, aber ich habe die gesehen und dachte, weil es ist bei uns im System kaputt gegangen. Ne? Also, wir haben im System die DOI drin und dann haben wir so ein Kontroll- Skript, das so ein bisschen auf Anomalien scannt und dann sagt er so, Entschuldigung, also in dieser DOI ist ein Leerzeichen, die kann ja gar nicht korrekt sein. Und dann fiel sie uns halt auf, ne? Genau. Weil die sagt, da ist not a valid DOI-Name.
Wo hast du es denn eingegeben, Heptagon? Bei mir löst also es auch. In deinem Browser? Oder ich meine, wenn du, ja, also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es bestimmte Systeme gibt, die so gleich so ein Regex drüber laufen lassen und das dann verstößt das gegen das Schema bei einem Literaturverwaltungsprogramm oder so. Aber ich muss zugeben, wenn ich jetzt versuche, die aufzurufen im Browser, funktioniert es bei mir auch nicht. Die löst nicht auf. Ja. Jetzt müssen wir ja mal den guten Henning eigentlich kontaktieren. Ich kann leider nicht in unseren Chat schreiben, weil wenn ich in unseren Chat was reinschreibe, dann geht unser Videobild verschwindet. Ach shit, okay, ja, soll ich mal... Genau, vielleicht kannst du ihm mal schreiben. Also, weil wie so schön hier JP, ich nenne dich jetzt einfach JP, geschrieben hat, dass Hennings Disconnect ist das beste Derailing ever. Henning wird in Discord als offline angezeigt gerade. Oh, ich, okay. Haben wir noch einen anderen Kanal zu Henning? Vielleicht eine Twitter. Handynummer? Ja, okay, das probiere ich. Ja, ich, ja. Also das Zuverlässigste wäre natürlich eine Handynummer und ihn eben anrufen, aber ich weiß nicht, ob ich sie habe. Okay. Ich probiere es jetzt erstmal bei Twitter. Ja, ansonsten muss ich euch dann, ich unterhalte euch so lange alleine. Ich würde ja sagen, wir können schon mal ansonsten ein anderes Thema starten. Oder es wäre ganz gut, also ich mache schon mal einen Hint. Also wenn mein Thema drankommt, wäre es total gut, wenn ihr euer Smartphone parat hättet und vielleicht ein bisschen Platz auf dem Smartphone, um eine App zu installieren. Ja, ich möchte euch dazu überreden, euch eine App zu installieren. Die könnt ihr danach auch wieder runterschmeißen. Sie braucht auch keine Berechtigung, aber... Ich fände es cool, wenn ihr euch eine App installieren würdet. Deswegen fände ich es nett, wenn ihr euer Smartphone in der Nähe hättet, weil wir würden zusammen ein Spiel spielen. Gemeinsam. Wir sind ja auf Twitch, also sollten wir vielleicht auch mal ein Spiel spielen. Also packt schon mal das Smartphone zur Hand. Gucken wir mal, ob Henning schnell genug wiederkommt. Sonst machen wir das hier zu zweit. Gamification. Ja, absolut. Und zwar genau das, der Plasma. Ich wollte nämlich über ein bestimmtes Thema reden und fand es so langweilig, dass ich gedacht habe, ich mache es anders. Und habe gedacht, wir machen das über ein Spiel, weil das Thema an sich sehr trocken ist. Da musst du jetzt ja aufstehen. Ja, Mr. Prosser? Steh auf. Ja. Alle schön aufstehen, einmal Handy holen. So. Könnt ihr die App schon mal teasern, dann könnt ihr schon installieren. Ja, könnte ich machen. Aber dann dürft ihr nicht schon vorher reingucken, was da drin ist. Ich meine, der Name verrät eh schon alles. Aber ich mach mal. Moment. So, es gibt sie für Android und für iPhone. Ich pack sie schon mal. Oder? Macht doch Sinn, wenn wir die jetzt... Dann können alle schon mal installieren, würde ich sagen. Henning muss dann nachziehen, ja. Ne? Ja. Ich also die Nachricht ist raus. Ich habe leider keine Handynummer von ihm. Ich auch nicht. Also wenn jemand eine Handynummer von Henning hat, ruft mal gerne Call durch. Genau. Also, nein, es ist nicht Space Team. Es ist folgende App. Das ist einmal der Android Link und das ist einmal der iOS Link. So, da könnt ihr nämlich schon mal installieren. Ich möchte nämlich heute über ein dazu relevantes, passendes Thema reden. Da werde ich nämlich dann nachher so ein Gruppenspiel bei mir machen. So, ich gucke mal gerade, aber Henning hat sich bei mir auch nicht. Nein, auch nicht gemeldet. Das ist. Müssen wir im Zweifel einfach ohne ihn jetzt erstmal weitermachen, oder? Ja, das ist der Charakter einer Live-Show, ne? Aber ich meine, er wird sicherlich wieder dazustoßen und bis dahin müssen wir überbrücken. Aber die App ist ja mal vielversprechend. Ich bin sehr gespannt. Ja, absolut. Also ich singe dabei einfach so, live ist live und meine damit nicht das Leben. Wie? Und was willst du damit beweisen, dass du uns komische Ohrwürmer machen kannst, Claudia? Ist das ein Experiment mit uns? Nein. Das Dilemma-Game von der Erasmus-Uni Rotterdam. Korrekt, der Plasma. Ich möchte nämlich heute, ich lege jetzt einfach mal los. Henning kann sich ja, wir können ja Hennings Thema später weitermachen. Ich würde gerne eigentlich wollte ich gerne über gute wissenschaftliche Praxis reden. Falls ihr nicht wisst, was das ist, es geht darum, welche Grundsätze, welche Richtlinien sich Wissenschaft oder WissenschaftlerInnen
selber geben oder gegeben bekommen, an die sie sich halten müssen, aus ethischen, moralischen, methodischen, aus diesem Bereich. Noch nie gehört, Mr. Brosser, das ist schlecht. Also da geht es eben tatsächlich um so Sachen wie, dass man natürlich nicht betrügen sollte, dass man die Daten nicht fälschen sollte, aber auch ganz Basisangelegenheiten wie, sollte ich eine Arbeitsgruppe führen, was muss ich beachten, wenn ich eine Veröffentlichung schreibe, ich lasse bei meinen Daten keine Ergebnisse aus, also so mit Vorsatz quasi. Das sind ganz viele verschiedene Sachen. Darum dreht sich ja im Moment auch sehr viel, keine Berufungsmittel für Bällebäder. Verdammt! Zählt das auch zu guter wissenschaftlicher Praxis? Umgekehrt ist es. Das gehört zu. Nein, okay. Das gehört zu gut. Ah. Also jedenfalls um diese Themen dreht es sich dabei und es ist sehr, sehr vielfältig. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich, genau, es passt verdächtig zu Maltis neuestem Video, allerdings habe ich das Thema schon vor einer Woche festgelegt. Wenn ihr Maltis neuestes Video noch nicht gesehen habt, dann kann ich das nur sehr empfehlen. Das dreht sich auch ein bisschen darum, also nicht ausschließlich, weil das ist, gute wissenschaftliche Praxis ist noch viel mehr. Also es geht auch um Personalführung, um Netzwerke und solche Sachen und wie man sich in bestimmten Angelegen verhält und dass es Ombudspersonen gibt, also Menschen, die man ansprechen kann, wenn man wissenschaftliches Fehlverhalten beobachtet zum Beispiel, wenn man bemerkt, oh, die Kollegin verhält sich nicht korrekt oder da wird irgendwie was gemacht, dann möchte man das ja melden und dass es dafür quasi so Personen gibt an wissenschaftlichen Einrichtungen. Und ich wollte mit euch eigentlich durch die verschiedenen Themen der guten wissenschaftlichen Praxis durchgehen und wollte euch das DFG-Paper dazu schicken. Ich schicke euch das auch mal per Link in den Chat. Das müsst ihr euch jetzt aber nicht angucken, aber da ist so eine ganz unfassbar lange Liste mit. Guck mal, wer wieder da ist. Hey. Hey. Hallo, Henning. Hi, was ist passiert? Meine Fritzbox ist nicht im Internet. Hilfe. Oh mein Gott, das ist ja wohl. Ich habe Internetangst. Ich habe... Kennt ihr diese Internetangst, dass ihr irgendwann kein Internet mehr haben könntet? Ja, absolut. Ja. So, Henning, wir haben jetzt überbrückt, wir haben getanzt, wir haben gesungen und jetzt habe ich mit meinem Thema angefangen. Ja, nee, dann genau, machen wir doch weiter mit deinem Thema. Und, aber wir müssen anmerken, der Plasma hat es hervorragend zusammengefasst. Dein Disconnect war das beste Derailing ever. Ja, einfach mal ablenken, ne? Ja, einfach mal weggehen. Ja, genau. Ja, also Henning, ich kann dir das nochmal zuschicken. Was hast du denn für ein Handy? Hast du ein iOS oder hast du ein Android? Ich sag mal so, auf dem iOS nuckel ich gerade mit meinem LTE, weil das eine Fritzbox partout kein... Okay. Die lassen wir mal in Ruhe. Dann hätte ich noch ein Android-Gerät hier übrig. Okay, dann kann ich dir den Link irgendwie zukommen lassen zu der App oder du suchst selber nach Dilemma. Dilemma-Game. Ich möchte nämlich über gute wissenschaftliche Praxis reden und habe dazu schon so eine kleine Einführung gegeben, was da so alles da drin steckt. Und habe das DFG, den DFG-Kodex gerade mal gepostet und hatte eigentlich ursprünglich überlegt, dass wir da mal, also über diese vielen verschiedenen Aspekte von guter wissenschaftlicher Praxis reden, weil man hört immer so viel von Fehlverhalten und Daten auslassen oder wirklich Betrug oder Machtmissbrauch auch in der Wissenschaft und das wäre da ja alles drin, aber ich fand es dann so langweilig, dass ich dachte, wir spielen lieber. Deswegen macht doch alle mal Ping im Chat, wenn ihr die App installiert habt und ich mache uns ein Game in dieser App auf und dann können wir gemeinsam einfach mal praktisch über gute wissenschaftliche Praxis. Das du bist ja schnell, unfassbar. Create ja. New Soll ich dir sagen, wie ich heiße, oder ist das egal? Nein, das, ihr könnt dann einfach einem Room joinen. Ich muss den nur schnell mal anlegen. Ja. Ich nenne ihn doch mal Forschungsstrom. Das finde ich jetzt irgendwie eingehend. Jetzt muss ich die Dilemmas choosen. Was choose ich da? Ich hatte mir eigentlich welche ausgesucht, aber ich meine, hey, no risk, no fun. Was nehmen wir denn noch? Und das klingt auch noch gut. So. Ich habe drei Dilemmas gechoost und ich create einen Room und ihr könnt jetzt
dem Raum Forschungsstrom beitreten unter dem Code. Unter dem Code 230706. 230706. Das tippe ich in die Suche rein einfach. Ich glaube, du kannst da so Join Room und dann müsste man so eine ID eingeben, wenn du auf Groups klickst. Da, okay. Ja. 230706. Waiting for other players. Genau, die App heißt Dilemma Game. Genau, danke JP. Wir warten auch noch ein bisschen. Also ich sehe, da sind schon ein paar gejoint. Und 10, 12. Wir haben so eine Zielgruppe, die ist so committed. Ihr seid toll. Ich meine, ja, der Raum ist sofort voller Leute. Der Hammer. Dafür kriegt ihr noch ein paar Bälle hier. Vorsicht, das Internet geht kaputt. Ja, das Internet ist schon kaputt. Nuckeln wir am LTE. Oh das Gott, Daumen gedrückt. Folge, wir einen Forschungsstrompreis vergeben. Und für besonders interessierte Zuhörer, der besteht aus einem Ball aus Hennings Bällebad oder so. Signiert von uns dreien. Signiert von uns dreien. Hammer. Ungewaschen, wohlbemerkt. Ungewaschen. Gut, wir sind 14. In Clubmate. Sag mal, JJJJ, wenn du drin bist, dann würde ich auf Start klicken. Bis dahin warte ich noch. Ich bin ja nicht abgehängt haben. Wir sind jetzt 14. Was jetzt nämlich gleich passiert ist, dass wir Dilemma vorgesetzt bekommen. Also da steht dann immer ein Dilemma, ein kurzer Text der Situation, in der wir gerade stecken. Und den würde ich auch nochmal vorlesen für alle. Und dann gibt es 4 mögliche Antwortmöglichkeiten, die man auswählen kann, wie man in der Situation selber vorgehen würde. Oder und ist das dann, sowas wie, ich habe einen Zug, der den Berg runterrollt und auf der einen Seite ist die Schulklasse und auf der anderen Seite die alte Oma und ich kann die Weiche umstellen, damit nur die Schulklasse, damit nur die Oma stirbt und nicht die Schulklasse. Ja, grob. Und das aber mit Drosten. Und ob man den dann auch ob man den Drosten umbringt. Oh mein Gott, okay. Jedenfalls mit irgendeinem Wissenschaftsbezug. Ne? Okay, gut, JJJ, dann machen wir ohne dich los. Aber du kannst auf jeden Fall ich lese alles vor, damit auch die nicht die App vor sich haben, das Dilemma sehen. So, okay, dann drücke ich auf Start Playing. Jetzt hoffen wir, dass alles klappt. Ihr müsstet jetzt alle das Dilemma sehen. Ich lese es mal vor. Ihr könnt natürlich auch schneller lesen, wenn ihr schneller seid. Also, das Dilemma heißt Not So New After All. Alles auf Englisch, tut mir leid. The paper I worked on very hard is nearly finished. Next week is the deadline of the special edition of a prestigious journal. My student assistant then shows me an article that looks very similar to mine. Das ist der Horror von jeder Wissenschaftlerin. A model that I present as new in my article has apparently already been published. Luckily, it was published in a lesser-known journal. What do I do? Also, wir haben einen Paper geschrieben und stellen eine Woche vor der Deadline fest, dass es offensichtlich jemand schon mit dem Thema beschäftigt hat und es schon ein Modell gibt. Was machen wir? Option A. I pretend to have never read the article and do not mention it in my own article. I hope the reviewers of the journal don't know the other article either. Option B, at points in my article that overlap with the other article, I refer to the other article, thereby risking my paper being rejected because of a lack of substantive contribution. Option C, I refer to the other article to a very limited extent, so my article appears to be original. Option D, I drop the paper and focus on another project. Jetzt dürft ihr mal entscheiden, wie ihr vorgehen würdet. Sollen wir hier draufklicken jetzt? Ihr sucht genau, klickt euch auf eins, das ihr nehmen würdet und einfach einmal Submit Opinion. Kann ich auch noch was ergänzen, was ich noch zusätzlich machen würde? Nee, ne? Wir werden darüber gleich diskutieren. Also ich würde mir die Antworten angucken, weil es ist, glaube ich, nicht immer alles so eindeutig, wie man das gerne hätte. So, ich warte mal, bis da noch mehr Antworten eingegangen sind. Wir haben schon 11 von 16. Ich würde argumentieren, dass man... Nee, die sind dort vom Spiel. Ja, was? Ah, okay. Ich glaube, es gibt so verschiedene Personas, die man sich denken könnte, oder? Also, weil ich habe so das Gefühl zu wissen, was die ideale Verhaltensweise wäre. Und vielleicht ist das, was ich machen würde, aber trotzdem was anderes.
Ich, aber okay, gut. Okay, darum wir gucken mal. So, also ich klicke jetzt einfach mal auf Submit Opinion bei mir. Und ich kann jetzt noch warten. Also jetzt haben 15 von 16 abgestimmt. Ich würde mal sagen, ich mache mal Show Results, oder? Ja. Nicht, dass ich diese App großartig vorher getestet habe, außer mit mir selber. Also die Gruppenfunktion ist auch für mich relativ neu. So. Wir haben 26% für Option A. I pretend that I've never read the article. Eine überwältigende Mehrheit für B, 73%. At points in my article that overlap with the other article, I refer to the other article, thereby risking my paper being rejected. Und 0 für C oder D. Jetzt sagt doch mal, wofür habt ihr euch entschieden? Für A. Für A? Ich habe mich für B entschieden. Amber? Ich auch für B, aber nach Zögern. Ich hätte in der realen Welt, ehrlich gesagt, wäre ich auch dicht an A dran gewesen. Mhm. Aber man muss eigentlich bei A, finde ich, noch ergänzen, dass man ja auch den Studenten noch irgendwie rückstellen muss. Weil der ist ja der Mitwisser. Der weiß ja, dass ich es weiß. Ja, und den hier muss ich auch noch irgendwie House of Cards mäßig irgendwie um die Ecke bringen, du bist, oder? Du bist wie Jen Benman, der hat auch gesagt, muss den Assistenten noch umbringen vorher. Ja, genau. Ja. So geht das, ja. Bam. Hallo Ninth Prime. Ja, das also, okay. Also ich, zu A wäre ich jetzt überhaupt nicht übergegangen. Also Henning, wieso hast du dich dafür entschieden? Aus Rebellion? Ich war jetzt gerade ein bisschen krawallmäßig drauf. Außerdem wollte ich noch ergänzen, dass man den Studenten noch umbringen muss. Mhm. Aber bei 26% waren es mehr als du. Und Lambert, warum hast du dich jetzt doch für B entschieden, weil es das eigentlich Richtige wäre, oder? Ja, also ich glaube, man sollte wirklich nicht so kurzfristig auf diesen Erfolg schielen. Das meine ich jetzt ganz ernsthaft. Ich, auf lange Sicht, also sozusagen der Ärger, den man sich damit einhandelt, auch gegenüber dem Studierenden übrigens, nicht, von dem das andere Paper kommt. Ja. Das ist auch nicht nett. Also es ist sozusagen für die Wissenschaft nicht gut und es ist gegenüber der Person nicht gut. Es gibt ja, das sind auch nochmal zwei verschiedene Ebenen, oder? Seht ihr es anders? Ja, also zum einen die Vorbildfunktion, also für den Studenten, der einem dieses Paper gezeigt hat, und zum anderen ist es halt einfach, also ja, also ich weiß, also es ist halt allein, dass wir darüber nachdenken, also das Handling sagt, ja, nehmen wir doch A, allein, dass das eine Option ist, zeigt ja schon, was für ein Publikationsdruck auf WissenschaftlerInnen liegt und dass man dann auf die Idee kommt, einfach zu sagen, habe ich nie gelesen. Ich veröffentliche das. Und die Antwort ist ja nicht da, weil aus out of the blue, sondern die ist ja da, weil das Leute machen. Und das zeigt ja schon echt ein Dilemma in der Wissenschaft auf, ne? Dass man viel publizieren muss, aber eigentlich in so einem Fall besser nicht. Und wie siehst du das, Henning? Ja, also ich, genau, es war auch nicht besonders ernst gemeint, die Antwort A. Ich hatte eigentlich eher gedacht, ich bin der Einzige, der darauf klickt, aber gut, ja. Ich hätte fast auch, also je nachdem, was es genau ist, hätte ich vielleicht sogar D genommen. Also ich würde das Paper vielleicht gar nicht veröffentlichen. Aber das kommt drauf an, wie groß dann wirklich der Overlap ist. Ne? Also wenn ich dann denke, okay, ich habe dazu fast gar keinen originären Beitrag mehr, hätte ich das vielleicht tatsächlich gelassen. Also es kommt auf den genauen Fall dann an. Ja. Oh, hier Mr. Brosser sagt, ich habe B genommen, würde es aber so darstellen, wie es ist, nämlich, dass dort die gleiche Idee diskutiert wird und nicht, dass die Idee von da kommt. Das wäre ja auch gelogen. Stimmt, das wäre auch gelogen. Wenn man dann selbst zusätzlich hat, wird das ja dadurch mehr unterstützt. Es wäre eine Replikationsstudie. Mal eine Frage in die Runde hier. Ja. Hättet ihr anders geantwortet, wenn das, was euch gezeigt worden wäre, nicht ein Paper wäre, sondern sagen wir mal ein Blogposting, also der gleiche Ansatz, die gleiche Idee wie in eurem Paper, aber keine formale Publikation? Würde mich jetzt mal echt interessieren. Kommt auf. Ja gut, da gibt's. Da würde ich sagen, da gibt es natürlich jetzt nicht so eine, ich meine, es darf jeder beliebig viele Blogposts, die schon mal exakt so gegeben hat, nochmal irgendwo publizieren. Und es gibt auch keinen Druck, Blogposts zu publizieren oder
der wird mir jetzt zumindest erstmal nicht einfallen, wo es den gäbe. Und insofern. Ach, ja, Entschuldigung, vielleicht habe ich unklar ausgedrückt, was ich meinte. Also angenommen, ich will das Paper publizieren. Mhm. Ich habe ein Paper schon in der Schublade und ich sehe, dass den Inhalt in deinem Blogpost, Henning, würdest du von mir erwarten, dass ich in meinem Paper dann die URL von deinem Blogpost nehme? Tja. Ich frage mich gerade, ob so ein prestigious Journal einen Link auf einen Blogpost eigentlich akzeptieren würde. Das finde ich eine richtig interessante Frage. Also, weil ich würde nämlich argumentieren, aber ich weiß, das ist, kann man erhitzt drüber debattieren, dass es eigentlich keinen Unterschied machen sollte. Also ich meine, wenn ich sehe, das ist ein Blogpost, der ist öffentlich. Also es ist nicht irgendwie so, und ich weiß, von wem das kommt oder sowas. Gut, dann ist die eine Ebene klar. Möglicherweise gibt es bestimmte konservative Journals, die das gar nicht als Quelle anerkennen würden oder so. Mhm. Aber de facto ist die Idee dann draußen. Und ich frage mich, was für ein, also wirklich jetzt auf dieser publikationsethischen Ebene argumentiert, was für einen Unterschied das macht. Also müsste ich dann nicht genau so antworten und dann auch es entweder nennen oder nicht nennen, so wie ich es mit einem anderen Paper auch machen würde. Ja, ich weiß. Ja, oder wie JP den Autor des Blogposts vielleicht kontaktieren und fragen, ob man gemeinsam, also quasi als Co-Autor, was natürlich in dem aktuellen Fall mit nur einer Woche Zeit etwas unrealistisch ist, aber ja, aber ihr seht schon, ne, das, ja. Also, so einfach ist die Antwort nicht. Und ich würde einfach mal zum nächsten Dilemma gehen. Next Dilemma. Ich hoffe, ihr seid alle noch dabei. Hier noch 16 Player. Open Washing. Oh, der Text ist länger. Open Washing. Ja, ist auf jeden Fall cool, ne, dass das auch jetzt in den Kommentaren so viel Beteiligung war. Danke nochmal. Sehr anregend, das alles. Ja, Ich finde das auch spannend. Also es gibt nicht die eine Antwort. Auch hier glaube ich nicht. Open Washing. I am a professor. Okay, dass ich das jetzt ausgewählt habe, ist super. Planning a new study and hoping that the resulting manuscript will be accepted for publication in a prestigious journal. I see a pattern. Okay. The chances of publication are much higher if the study has been pre-registered. A document describing the hypothesis, methods, and statistical analysis is uploaded on a public repository before data collection to decrease the impact of confirmation bias. Also doing anything to find support for a specific hypothesis. I have never pre-registered a study and learning how to do it would require some time. I also heard that nobody actually checks the content of the pre-registered document. Thus, the pre-registration can be vague and uninformative, but the study would still be considered more trustworthy relative to a non-pre-registered study. What do I do? Wie geil. Oh, wow, okay. Das sind ja echte Wissenschaftsnerds hier. Klasse, klasse Spiel. Großartig. Wahnsinn. Okay, Option A. I should try to collaborate with a colleague who has experience with pre-registration. Antwort B. Due to time constraints, I should write a pre-registration document as quickly as possible and conduct research as usual. Option C. Due to time constraints, I should not pre-register this study. Option D, I should invest time in learning how to pre-register a study so it can be useful for future research as well. Ja, dann stimmt mal ab. Also, Übrigens eine Meta-Anmerkung. Der erste Satz ist schon der falsche Ansatz. Okay, ja. Es ist nicht so kurios und ausgedacht, wie es klingt. Also wenn ich zum Beispiel in UK eine medizinische Studie mache mit Menschen oder so, dann muss ich das machen. Da habe ich überhaupt keine Wahl. Und das ist, also ich sag mal so in der ganzen Diskussion über Offenheit von Wissenschaft oder so, spielt das mit den pre-registered studies wirklich eine besondere Rolle. Das stimmt. Ich gehe mal bei mir auf Submit Opinion, dann ist meine Meinung auch drin. Wir haben schon 10 Antworten. Ihr habt noch ein paar Sekunden Zeit. Wieso Time Constraints in den Antworten? Davon ist im Dilemma keine Rede. Das stimmt. Interessant, ja. Aber Time Constraints hat man eh. Das stimmt. Ich habe zum Beispiel jetzt den Time Constraint, das jetzt hier dieses
Handy hier ist schon in diesen letzten Minuten, seitdem ich hier über WLAN, über LTE alles sende, schon 10% Akku verloren hat. Okay, dann müssen wir mal. Ich müsste nur irgendwann ein Ladegerät noch holen. Okay. Gut, also wir haben jetzt oder schon 14 Antworten. Ich gehe mal auf Show Results. Du kannst gerne, oder sollen wir noch warten? Nee, ich gucke auch mal, ob die Fritzbox wieder eine Meinung hat hier. Oh ja, das ist eine gute Idee. Wenn Henning wieder weg ist, ihr wisst Bescheid. So, ich mach mal Show Results, weil wir haben jetzt schon 14 Antworten. Das ist gut. So. Oh wow, das ist interessant. Das ist fast 50-50. Könnt ihr das auch sehen, die Antworten eigentlich? Also die Verteilung? Ja, sehen wir auch, ja. Okay. Also tatsächlich 42% für die Option A, I should try to collaborate with a colleague who has experience in pre-registration und 57% I should invest time in learning how to pre-register a study. Wofür habt ihr euch entschieden und warum? Lambert. Ich habe die idealistische Option D genommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich im Alltag, zumal wenn ich mich hineinversetze in die Rolle eines typischen Doktoranden, wie sie bei uns an mir rumlaufen, ob das irgendwie realistisch ist. Aber gut wäre es, oder? Naja, das war meine Antwort. Ja, das halte ich doch für unrealistisch, oder? Ich habe A genommen. Weil, ich meine, wenn irgendjemand ein Problem schon mal gelöst hat, dann ist es doch ein klassisches Problemlösungsmuster, erstmal zu der Kollegin oder dem Kollegen zu gehen und zu sagen, so, erzähl mal. Ja, ich finde, das ist auch Lernen. Also wenn mir jemand dabei hilft oder das mit mir zusammen macht und ich kann dabei zusehen, lerne ich dabei auch wahnsinnig viel, als wenn ich es aus dem kalten Start. Ich habe auch A genommen. Das ist ein sehr guter Punkt, finde ich, das mit dem, dass das auch eine Art Lernen ist. Ne? Also, ja. Ja, also weil wenn der hat dann vielleicht auch schon über das, was man vielleicht so in der Literatur dann liest, wie man das macht oder auf irgendwelchen Seiten praktische Erfahrung, ne? So, die nirgendwo steht. Guck mal, hier kam auch die Frage auf, ob es Pre-Registration in der Physik gibt. Mr. Prosser, hast du schon geantwortet? Ah nein, wirkliche Pre-Registration zumindest in der Kern- und Teilchenphysik nicht. Aber wir müssen Experimentvorschläge einreichen, die Ähnliches beschreiben. Ah, okay. Sehr also ich glaube auch, Pre-Registration ist hauptsächlich in der Medizin und so Sachen relevant, oder? Ne? Ja, Life Science, ja. Mhm. Ja. Okay. Übrigens gibt es ganz unten auch den Knopf in der App, wenn ihr noch unter die letzte Antwort scrollt, da steht Show Expert Review. Da könnt ihr euch auch nochmal anschauen, was Experten dazu sagen. Also ich würde das jetzt nicht anklicken. Ich weiß auch nicht, also im Anbetracht der Uhrzeit würde ich jetzt auch noch nicht auf das dritte Dilemma klicken, aber ich empfehle euch, diese App noch ein bisschen durchzugucken. Da sind, glaube ich, irgendwie so knapp 100 Dilemmas drin und also da habe ich auch schon länger drüber diskutiert mit mir selber über eins. Also. Und sind die alle so Science und Publication bezogen? Nee, oder? Warte, ich gehe mal gerade aufs nächste. Ich glaube, da hatte ich ein ganz anderes genommen. The Black Sheep, da geht es um Führungskultur. Da geht es um Führungskultur, wie man damit umgeht, wenn jemand, das erkannte ich nämlich schon, wenn jemand in der Gruppe nicht mitgenommen wird, was man da macht. Aber auch im Wissenschaftskontext, ne? So auch das, im Wissenschaftskontext, ja. Hast du das speziell jetzt durchgefiltert auf Science-Fragen oder ich schick euch diese noch App mal, so? Genau, ich schicke euch nochmal den Link. Das ist nämlich von der Rotterdam University, Erasmus University Rotterdam. Ich schicke den Link nochmal in den Chat. Die wollten damit eben gute wissenschaftliche Praxis oder eben solche Probleme spielerisch rüberbringen. Hm, und ich finde das super gelungen, oder? Ja, sehr, da kommst du auch dann echt ins Schnacken. Ja, das hatte ich gehofft. Und ich habe auch gesehen, im Chat ist ja auch wirklich viel dazu los. Müssten nicht Hallo Aaron. Idealerweise heute so ähnlich wie das RKI, das mit den Fitness-Tracker-Apps macht, so eine Art Datenspende-Button haben, dass man sagt, ich rücke freiwillig in einer anonymisierten Form meine Antworten raus, damit die Leute das auswerten können. Fände ich toll bei sowas. Also, das wäre ganz interessant, aber machen die, glaube ich, nicht. Also ja. Die haben auch keinerlei Berechtigung, also die App ist ja wirklich sehr schlank. Das ist auch sympathisch, natürlich, klar. Mhm. Ja. Gut, aber das war mein Thema. Damit könnt ihr euch selber ein bisschen in gute wissenschaftliche Praxis reinbringen. Okay. Großartig. Cool.
Ja, dann würde ich jetzt rüber derailen nochmal zu Henning, ne, damit er, ja, bevor sein LTE abstürzt. Genau, bevor ich hier schon komplett abschmiere, genau. Genau, wir hatten über die vier Argumentationsmuster gesprochen, die nicht die Klimawandelleugner, sondern die Klimawandelverzögerer oder die eigentlich die Klimawandelproblemlösungsverzögerer gerne sprechen. Wir hatten schon gesprochen über den ersten Punkt, das Umlenken der Verantwortung, zum Beispiel bei Whataboutism oder bei einem zweiten Punkt, zu dem ich gerade kommen wollte, als dann Lambert und Claudia in ganz schrecklichen Grimassen eingefroren sind bei mir auch. Ja, genau so sahst ihr aus. Und irgendwann dachte ich so, Claudia, bewegst du dich gar nicht mehr? Bin ich in einem Horrorfilm? Halloween. Und dann war das Internet weg. Ein zweiter Punkt, der eigentlich von Verantwortung ablenkt, ist eine Diskussion, die oftmals auch versucht wird, konstruktiv zu führen. Und zwar, man kann sich dieses Klimawandel-Thema auf zwei grundsätzlich verschiedenen Ebenen angucken, wenn es darum geht, was können wir machen. Das eine sind halt große Systemwechsel, wie zum Beispiel, wir steigen aus der Kohleenergie aus und stellen auf erneuerbare Energien um. Und das zweite ist so Einzelperspektive von uns einzelnen Menschen, wo dann gesagt wird, ja, musst du ein Auto verkaufen, darfst nicht mehr fliegen, musst du noch so fahren, nur noch Fahrrad fahren und kein Fleisch mehr essen. Ne? Und wir hatten uns ja mal in einem Forschungsstrom auch das so angeguckt, was man so persönlich machen kann an seiner Energiebilanz und hatten da ja mit so einem Schieberegler rumgespielt. Und hatten ja dann gesehen, es ist eigentlich gar nicht so einfach, irgendwie auf diese 1 bis 2 Tonnen CO2 pro Jahr Ausstoß zu kommen. Claudia. Eine Sekunde. Wir wurden gerade geradet. Vielen Dank, OVNM. Willkommen. Ein kleiner Raid, aber wir haben einen kleinen Raid. Willkommen, OVNM. Danke. Super. Okay, gut. Wollte ich nur mal sagen. Da müssen wir uns drüber freuen. Ja, auf jeden Fall. Ganz groß. Herzlichen Dank. Und ja, also sozusagen dieses einerseits, was kann die Gesellschaft als großes System machen und andererseits, was kann die einzelne Person machen. Und ich finde, dass was kann die einzelne Person im Klimakontext verbessern, finde ich wichtig, um sozusagen so Awareness zu erzeugen. Und zum Beispiel, wenn ich irgendwie jetzt, was ich meine Kinder erziehe, dann versuche ich jetzt nicht irgendwie mit einem Vierjährigen über Klimawandel zu diskutieren, aber zum Beispiel so diese Idee von Nachhaltigkeit oder Umweltschutz oder so, oder dass man keinen Müll auf dem irgendwie in den Park schmeißt oder so, das versuche ich natürlich schon in die hinein zu erziehen. Aber es ist auch vollkommen klar, dass man auf dieser Einzelebene halt nicht weiterkommen wird. Und dass man das Problem auf der Einzelebene nicht lösen kann. Weil einfach als Person, die du in Deutschland lebst, lebst du in einer Grundkonstruktion, wo, die Autobahnen sind nun mal da und die gehen nicht weg. Und oder die wie das Energiesystem aufgebaut ist, das ist einfach erstmal so. Und da kannst du selber versuchen, so irgendwie nachhaltig und grün und klimaschonend, wie du willst, zu leben. Und auch wenn du überhaupt kein Fleisch isst und wenn du nie Auto fährst und nie fliegst, wirst du es trotzdem nicht schaffen, auf diese 2 Tonnen runterzukommen, die man eigentlich, oder eine Tonne besser noch, die gerecht wäre im Gesamtweltkontext. Und das bedeutet auch, es ist sicherlich gut, sich Gedanken darüber zu machen, was der Einzelne machen kann, auch um diese Aufmerksamkeit zu entwickeln und Awareness zu zeugen und vielleicht auch politische Überzeugungen zu bekräftigen in dieser Art und Weise. Aber wenn man über das Gesamtsystem spricht, zum Beispiel, ist der Kohleausstieg 2038 gut oder ist er eigentlich zu spät? Wenn dann Leute anfangen, von dem Gesamtsystem Fingerpointing zu machen auf das, was der Einzelne tut. Ja, du, die Luisa Neubauer, die ist auch schon mal geflogen. Ne? Die hat auch ein Smartphone. Ne? Dann ist das eigentlich auch eine Art von Whataboutism. Ja. Und genau das sagen sie auch in diesem Paper. Sie nennen das hier Individualism, also immer auf den Einzelnen zeigen. Ne? Ja, dann gibt es noch drei weitere Kontexte. Das eine ist, dass behauptet wird, der Klimawandel sei ohne grundlegende und tiefgreifende Veränderungen abwendbar. Also das ist so ein bisschen da so, ja gut, Klimawandel hat es immer schon gegeben, das schaffen wir schon, jetzt lassen wir da die Ingenieure arbeiten. Dann, und schon Wundermittel. Dann packen die da was aus. Ne? Ja.
Das ist ein zweites Muster. Das war das, was ich eben bei dem Thema Geschlechtergerechtigkeit irgendwie versucht habe zu simulieren. So, ja, ach, das passt schon. Dann gibt es ein drittes rhetorisches Motiv, dass die negativen Nebenfolgen von Klimapolitik betont werden. Also zum Beispiel, dass Klimaschutz sozial ungerecht sei und den Wohlstand bedrohe. Also wenn wir jetzt alle, die guten Bio-Lebensmittel, die können sich nur die Reichen leisten. Ja. Und was ist denn mit den Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie? Ne? Das ist auch so ein klassisches Muster. Ja, in der Braunkohle bitte. Ich bin doch im Braunkohlerevier. Ja, genau. Und die Windräder verschandeln dort die Landschaft, habe ich gehört. Ja, mega. Ja. Das war das, was ich eben als in unserem kleinen Spielchen am Anfang beim Thema Datenschutz so ein bisschen versucht habe. Immer so, ja, aber die Wirtschaft. Ne? Mhm, da geht kaputt. Und das vierte Muster ist halt das der Kapitulation, dass man behauptet, also der Klimaschutz sei bereits zu spät und man könne überhaupt gar nichts mehr machen. Und das war das, was ich eben versucht hatte, als wir uns über Armut unterhalten haben. Ja. Und ja, alle diese vier rhetorischen Muster haben halt ein Ziel, irgendwie anscheinend, wir sagen hier die Forschenden, dass halt es um eine Verzögerung geht und dass halt die Handlungsmöglichkeiten und auch die Handlungsnotwendigkeiten halt heruntergespielt werden. Ja, gerade die Notwendigkeiten, ja. Mhm. Ja. Ja. Dann habe ich hier noch so ein paar Zitate gefunden. Da heißt es also, also was halt auch dabei gerne ausgeblendet wird bei solchen Handlungsmustern, ist, dass die Frage, was denn passiert, wenn wir nicht handeln, dabei komplett ausgeblendet wird. Es wird immer so getan, so, ja, aber die Chinesen, aber die Arbeitsplätze, aber die Wirtschaft. Und das impliziert er eigentlich immer so, ja gut, da müssen wir vielleicht das nicht machen oder müssen wir es nicht doll machen oder müssen wir es nicht so schnell machen. Wobei dann nie darüber gesprochen wird, welche negativen Folgen eigentlich ein Nichthandeln oder ein zu spät Handeln dann eigentlich hat. Und das müsste man sich eigentlich halt auch sehr genau immer angucken. Und genau das wird aber halt, darauf wird dann nie eingegangen. Mm-hmm. Und dann ist natürlich die zentrale Frage, was kann man, also ich finde es eigentlich einerseits gut, sich sozusagen dieser rhetorischen Grundmuster bewusst zu werden, um die sozusagen zu enttarnen und aufzudecken. Aber die Frage ist, wie kann man dann damit umgehen? Mhm. Und die Forschenden sagen halt in ihrem Paper auch, der erste Punkt ist erstmal, das erstmal auch so aufzudecken, weil das zum Beispiel ein ganz klassisches Handlungsmuster war, wie es zum Beispiel die Zigarettenindustrie oder auch die Zuckerindustrie, muss man vielleicht sagen, also die Ernährungsindustrie beim Thema Zucker halt ganz lange gemacht hat. Mhm. Und das ist also zumindest mal das Erste, dass man diese rhetorischen Muster aufdeckt. Und und halt auch immer wieder darauf hinzuweisen, jetzt sehe ich die Claudia doppelt, seid ihr wieder eingefroren? Ja, gut, du bist eingefroren, aber nur deine Stimme, nur dein Gesicht ist eingefroren und jetzt lebt es wieder. Okay, jetzt ist wieder. Dein Bild ruckelt, aber dein Ton ist da, wir kriegen das hin. Okay. Gut, wir kriegen das hin. Ich bin auch gleich fertig mit meinem Thema. Und die Forschenden hier empfehlen halt als letzten Schritt, dass man halt diese kommunikativen Muster aufdecken soll und insbesondere darauf hinweisen soll, dass sie die halt keinen Gegenentwurf anbieten und gar nicht darüber sprechen, wie sich ein Nichthandeln auswirken würde. Mhm. Ja, das war mein Thema der Verzögerung bei dem im Rettungsbetrieb. Das ist ja, Lambert. Hepta Jean hatte eine interessante Frage gestellt, die ich mal eben ranzitieren will. Nämlich, kannst du noch mal ein Stichwort dazu sagen zur Methode des Papers? Was haben die da was Bestimmtes gemacht? Also quantitativ, genau, oder qualitativ oder. Nee, kann ich.
kann ich nicht so sagen, denn due to time constraints habe ich mich da nicht tief genug eingefuchst. Ich habe da schon, lest das mal nach und liefere doch die Information gleich. Du hast noch Lamberts Thema Langzeit. Großartig. Aber ich finde es gut. Richtige Frage. Zur methodischen Ebene hat Claudia, finde ich, hast du gerade ein interessantes Stichwort noch geliefert, nämlich mit dem Verweis auf die historischen Fälle, wo man so ähnliche Diskussionen schon hatte. Also ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt mehr so eine geisteswissenschaftliche Herangehensweise, aber dass man überlegt, okay, hey, diese Art von Diskussion haben wir x-mal erlebt und lasst uns mal gucken, in welchen Stadien zum Beispiel jetzt die Zuckerindustrie oder die Tabakindustrie es mal versucht haben und welche Muster man da sehen kann oder so, oder? Naja, wahrscheinlich kommen auch neue Sachen dazu oder Sachen ändern sich. Ja, aber würde mich auch mal interessieren, wie sie es gemacht haben, aber ich finde das total interessant, weil ich meine, sie machen ja auch Vorschläge, wie man damit umgehen soll. Und das finde ich schon mal richtig super, weil ich bin bei dem Überzeugen eben, ich bin da meistens nicht drauf vorbereitet, obwohl ich Meteorologin bin und sehr häufig über den Klimawandel diskutieren muss mit Menschen. Weil ich da einfach, bin ich nicht so equipped mit meinen Argumenten, wie ich damit umgehen soll. Also vielleicht muss ich mir das Paper doch nochmal genauer angucken. Ja, ich meine, man bräuchte einen Rhetorikkurs, oder? Für Leute, die mit wissenschaftlichen Themen zu tun haben. Mhm. Ich meine, da müsste es, finde ich, genau um solche Sachen dann gehen oder so. In einer idealen Welt. Das stimmt. Ja gut, danke Henning. Das war doch, haben wir wieder was gelernt. Super anregend, tolles Thema. Ich muss noch mal zur Technik fragen. Seht ihr mich jetzt noch oder bin ich noch eingefroren? Weil ich, ehrlich gesagt, ich sehe euch überhaupt gar nicht mehr. Ich sehe hier in meinem Discourse-Fenster überhaupt kein Video gerade. Also wir sehen dich und wir hören dich. Und wir sehen dich auch bewegen. Wink mal. Flüssig, absolut flüssig. Wir sehen dich. Wunderbar. Super. Unser Henning, der winkt, ja. Okay. Dann, ich hoffe, Lambert, bei deinem Thema machst du nichts vor, was ich sehen müsste. Nee, aber ich beziehe euch ein. Ihr müsst was machen. Aber solange deine Kamera überträgt, seid alles ihr... Alles gut. Okay, ja, okay. Bin gespannt. Gut, okay. Worum geht es? Ich wollte einfach mal wieder anknüpfen an ein Thema aus einer vergangenen Folge, weil wir können ja auch mal so rote Fäden entwickeln oder so. Mhm. Und zwar hatten wir, vielleicht erinnert ihr euch, das war ganz am Anfang, vielleicht war es Folge 2, würde ich jetzt mal so raten, doch die Emojis von den Wissenschaftlerinnen, oder? Ja. Na, genau. Und ich hatte dort erwähnt, dass es Unicode 13 gibt. Und ich würde gerne nochmal die Linse draufhalten, weil ich glaube, dass neben dem WissenschaftlerInnen-Emoji, je genauer man hinguckt, sowas Unscheinbares wie ein neues Release von Unicode Implikationen hat für Wissenschaftskommunikation. Und zwar vielfältige. Und das möchte ich euch ganz kurz vor Augen führen. Okay. Ein paar Beispiele einfach. Okay. Ich habe auch ein bisschen geguckt, ein bisschen versucht zu recherchieren nach wissenschaftlichen Studien über dieses Thema. Da komme ich dann zum Schluss nochmal drauf. Aber jetzt in erster Linie ist das sozusagen handgebackene Lambert-Fallensachen auf. Mhm. Zum Thema erstmal natürlich hier. Ne? Also die Linux-Enthusiasten werden es kennen. Das ist jetzt wird Henning verpixelt. Aber er kann es nicht sehen, Lambert hält einen Sticker hoch. Release 13 is coming, glaube ich. Okay. Und Lambert, an welcher Gelegenheit kann ich die saudumme Frage stellen, die mich als Unwissenden offenbart? Unicode, WTF. Ja, okay, gut. Ja, es ist ein total hyper undemokratisches Industriekonsortium, was festlegt, was wir in Schrift ausdrucken können im digitalen Zeitalter. Das wäre meine kurze Erklärung. Also die haben keinerlei Legitimität, aber jeder Literatursprachwissenschaftler wird dir erzählen, dass es total den Impact hat, was die machen und nicht machen. Also bei der einen Folge, wo wir die Wissenschaftlerinnen-Emojis verglichen haben, habe ich mal als Beispiel genannt, dass in der Diskussion in der vielfältigen Literatur über Unicode ein beliebtes Beispiel bei den Emojis, die ein Subset sind von diesem Unicode-Zeichensatz, der auf allen Maschinen heute implementiert ist, gibt es zum Beispiel kein Emoji, und das ist Absicht, für Menstruation. Ja? Mhm. Überhaupt nicht. Dabei könnte ich das Blut.
ab und an regelmäßig gebrauchen. Es ist crazy, was da drin ist und nicht drin ist. Und historisch gesehen war es ein Fortschritt, wie bei so vielen Sachen, weil manche Nerds hier im Publikum werden sich erinnern an Dinge wie ASCII. Oh. Der Schauer läuft über den Rücken, Nackenhaare stellen sich ja auf und so. Alt 92 war Backslash. Oh nein, du weißt es. Ja, weil ich hatte, was ich ist hatte dein so Lieblings-ASCII-Zeichen? Ich hatte, was Alter. Ist dein Lieblings-ASCII-Zeichen? Oh. Okay, krass. Also, Alt 64, muss ich sagen. Oh. Okay, jetzt sind wir wieder beim Opa und Oma erzählt vom Krieg. Hier in den 80ern, aber machen wir kurz, also das Problem bei ASCII war, wie sieht die Welt aus, schriftlich, wenn man alles in 7-Bit ausdrückt? Ne? Dann kommt sowas wie ASCII ja dabei raus. Muss man auf der einen Seite sagen, auch Respekt, das ist mal ein technisches System, was sich lange gehalten hat, was auch heute noch von vielen Systemen unterstützt wird, was so aus der Perspektive der digitalen Langzeitarchivierung ein interessantes Phänomen ist. Aber es war immer in seinen Möglichkeiten sehr begrenzt. Und es gab einen schlauen Computer Scientist, der 1988 ein Paper geschrieben hat zum Thema Unicode, wo er eine ganz neue Welt der Möglichkeiten vorgestellt hat. Und dann ging es in den 90er Jahren los. Und inzwischen ist es so, seit ein paar Jahren, dass es jedes Jahr so ein neues Release gibt. Das vielleicht mal vorab, was Unicode ist. Und jetzt mal speziell zu den Emojis. Damit ihr euch vorstellen könnt, um was es geht, würde ich euch zunächst mal darum bitten, wenn hier irgendjemand in der Runde ein iPhone oder ein iPad zur Hand hätte, ist das zufälligerweise so, ich habe keins. Nein. Ja, hier liegt eins. Henning hat eins. Wow. Yippie. Ja. Das war wirklich nicht vorbereitet. Ich bin fasziniert. Nee. Ja, ja. Wow. Ich wollte wow, eigentlich wow nebenbei so ein bisschen twittern, aber naja. Toll, toll. Du weißt bestimmt, wie man auf der Tastatur den Emoji-Zeichensatz erreicht, nicht? Und ja, ich würde jetzt, was weiß ich, gehe dann immer in die Twitter-App und so. Genau, genau, genau. Nimm irgendeine App, die das, ja, wo du dieses Keyboard hast. Ja. Und dann such mal nach dem Emoji für Bakterien. Oh. Da gibt es Untersuchungen drüber, der das, neben dem Masken-Emoji ist das und Fieberthermometer im Mund-Emoji ist das Bakterien-Emoji eines, was mit Corona eine Explosion erlebt hat in der Benutzung. Also es ist oh ja, sehr oft verwendet worden, ja. Okay. Henning, wenn du dein auf deinem iOS-Gerät die, ja, das Bakterium gefunden hast, dann zeig es uns mal. Halt es mal in die Kamera. Oh, ob wir das sehen versuche. Können. Ich versuche hier gerade, ehrlich gesagt, wie kann ich denn hier suchen? Ja, meine Twitter-App sagt mir gerade, ich kann keine Emojis suchen. Das macht, was? Sonst mache ich das immer. Ich weiß nicht, was los ist, ja, aber es lädt sich gerade tot bei mir. Das, ja. Warum kann ich hier nicht suchen? Forschungsstrom wird hier sabotiert. Vielleicht gibt es ja doch diese Bildungsverschwörung. Wahnsinn. Warte. Versuch das nochmal. Ich kann hier scrollen ohne Ende. Achso, ja, jetzt gibt es Leute, die hier schon hilfsbereit posten. Das ist total gut. Aber ich möchte, das ist sehr gut. Guckt es euch mal an, wie es im Chat aussieht. Und jetzt werden wir gleich im Vergleich dazu sehen, also diejenigen von euch, die ein iPhone oder iPad sehen, sehen dort ein anderes Symbol als das, was viele zum Beispiel Android-Benutzer oder so jetzt sehen. Und auf den Unterschied möchte ich gerade hinaus. Boah, das ist jetzt natürlich super klein. Yeah, Henning hat es. Sieht man das so irgendwie? Seht ihr das? Oh Gott, das ist ja ganz anders. Das sieht ja rund und kugelig. Ist das Corona? Das ist ein Virus. Ja, das ist kein Bakterium, das ist ein Virus. Das ist kein Bakterium, es ist ein Virus, ja. Es gibt also gar keine Unterscheidung bei denen zwischen Virus und Viren und Bakterien, oder wie? Na, sagen wir mal so, die Firma Apple hat entschieden, weil das vielleicht als Symbol sehr geläufig ist und so, und weil das was Ähnliches ist, in Anführungszeichen, ein Virus zu nehmen. Für das, was als Emoji-Code ein Bakterium ist. Und ernsthaft? Ich, okay. Ja, 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 ja. Und ich meine, das ist super interessant, oder? Ich meine, das macht erstmal einem klar, was für eine Macht das ist, die so eine Firma mit der Implementierung hat, was suggeriert wird, was es auch zu tun hat mit Bildung oder so. Also, welche Bilder haben wir im Kopf? Ich glaube, seit Corona läuft uns allen immer dieses charakteristische Bild auch von dem Coronavirus mit diesen Spikes. Ne, haben wir vor Augen. Das ist ein super interessantes Beispiel. Jetzt noch ein Beispiel, mit dem ich euch was vor Augen führen will.
weil so lernt man ja am besten. Und zwar, jetzt schnappt euch bitte mal Henning oder Claudia, wenn ihr sowas in der Nähe habt, ein Blatt Papier und malt mal ein Herz. Das muss ich jetzt hier auf diesem Gerät machen. Stimmt, das kann man ja heutzutage auch malen auf so einem Touch. Ich weiß nicht, ob das dick genug ist, ob das man es sieht, aber da so male ich Herzen. Man erkennt es, finde ich, oder? Können auch alle im Chat sehen. Gucken, haben wir da. Oh ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Hm. Ich finde das von Claudia ein bisschen formschöner. So, jetzt. Henning, hast du gehört? Er hat dein Herz beleidigt. Ja, warte mal. Ach so, ja, geht das hier auch nicht, ja. Warte. Ja, gut. Guck, ich Mr. Potter sagt, ja. Ach, Entschuldigung. Was? Ah, es gibt kein Emoji für Virus. Ja. Ja, ja. Hm. Okay, aber was ist mit dem Herz auf sich? Was hat es mit dem Herz auf sich? Genau, genau. Oh, da sehe ich gerade, es ist scheinbar auch als Mikrobe gedacht, nicht als Bakterium. Oh, das ist eine Feinheit, die ich jetzt auch nicht wusste, ehrlich gesagt. Es fällt auf jeden Fall auf, dass bei den meisten Implementierungen, also Samsung, Windows, Microsoft und so, tatsächlich ein Bakterium gezeigt wird. Okay. Naja, und ja, mit dem Herzen. So, jetzt kommt was ganz Lustiges. Jetzt kommt ein interessanter Move vom Unicode-Konsortium. Mhm. Nämlich, es gibt natürlich ganz viele Emojis mit Herzen drin. Es gibt das Herz in verschiedenen Farben, das gebrochene Herz, das Herz, wo jemand so Herzen ums Gesicht drumherum hat für verliebt, ja. Das Küsschenherz. Die zwei Herzen nebeneinander. Also Herz ist feierlich. Eines der, so, eines haben diese Herzen alle gemeinsam, nämlich das sind keine Herzen, sondern das ist das Symbol für Herz. Ja? Und Unicode 13 kommt, und jetzt haltet euch fest, ein anatomisches Herz. Es ist ein anderes, neues Symbol, was eingeführt wird, um ein anatomisches Herz zeigen zu können. Interessant, oder? Also ich meine, cool. Das ist, dass man einfach mal an dieser Stelle mal erkannt hat und aufnimmt die Tatsache, dass es verschiedene Symbolebenen gibt und das Herz wirklich so ein klassisches Beispiel dafür ist, dass wir im Alltag, ihr habt beide sofort so ein Herz gemalt, wie man ja, das so kennt. Klar, ja. Ne? Dass man daran denkt, aber okay, da, ja, okay. Das Battle hast du jetzt erstmal vorläufig gewonnen, Henning, das noch schönere Herz. Nee, das ist autodraw.com. Wenn du auf autodraw.com dann detektiert er, was du eigentlich meintest. Aber er hat es erkannt. Ja, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Auto male, das ist ja geil, um jetzt hier kurz vom Thema abzulenken, so. Derailing. Aber das gibt mir eine Sekunde Zeit, Moment. Ja? Ach, jetzt ist hier schon wieder das WLAN weg, ja. Ja, ich habe ja gar kein WLAN. Ach Mensch, die Fritzbox, ja. Gut, aber ich lenke vom Thema ab. Also, wir waren bei Unicorn. Unicode, nicht Unicorn. Ja, fast Unicorn, ja. So. Genau, aber hier, man zeichnet hier, also kann ich wirklich empfehlen, autodraw.com, zeichnet man ein Auto, ja, wie es ein Vierjähriger zeichnen würde. Und dann erkennt er das und dann kannst du das hier so umswitchen. Geil, cool. Okay. Geil. Oder vielleicht meintest du auch diese Art von Auto oder das. Okay, oder gut, das. Da wird man ja automatisch zum Künstler, okay. Autodraw.com, ganz okay. Groß. Okay. Ja, dann machen wir weiter. Ich halte derweil mal ein Rhinovirus hoch. Ich habe nämlich einen Plüsch-Rhinovirus. So viel zu, man kann mich in Plüschtieren bezahlen. Das ist ein Rhinovirus. Also der klassische Erkältungsvirus. Klasse, klasse. So, weiter. Sieht doch sehr harmlos aus, ja. Okay, wo war ich stehen geblieben? Genau, also lasst es euch auf der Zunge zergehen. Und jetzt kommt noch ein lustiger Aspekt, und zwar anatomisches Herz und wozu es vorher überhaupt kein Symbol gab. Und ich möchte dazu nochmal an das Datum, das Release-Datum von Unicode 13 erinnern. März 2020, eine anatomische Lunge. Ja. Also da haben wir zufällig mal, ohne es zu ahnen, ein Emoji geschaffen, was jetzt natürlich sehr praktisch ist. Nicht? Also wenn man Dinge kommunizieren will rund um Dinge, die mit Atemwegen zu tun haben und den Krankheiten dazu, ist es natürlich super. Und das ist jetzt schon ausgerollt und in the wild, und wenn ich jetzt hier in meine Twitter-App reingehe, dann benutze ich das, oder?
Ja, also ich habe gerade Mr. Prosser gesehen, wie er getwittert hat. Und da ist tatsächlich das anatomische Herz schon zu sehen. Und ich habe es mit einem nicht-anatomischen Herz markiert. Ja, Wahnsinn. Ja, doch, ist schon da. Auf meinem Samsung-Gerät sehe ich noch nicht alle. Das liegt daran, dass der Release-Zyklus so funktioniert, dass das Konsortium im März diese Sachen raushaut und zwischen April und Dezember haben dann die Hersteller Zeit, das zu implementieren. Und ich sehe bei mir, obwohl ich ein relativ aktuelles Samsung-geprägtes Android habe, dass ich es, dass ich manche von diesen neuen oder die neuen Sachen, glaube ich, noch nicht sehe. Okay. Ja. Und worauf wollte ich nochmal kommen? Genau, richtig. Es gibt auch eine Untersuchung, da muss ich den Link nachreichen. Ich habe den Link nicht zur Hand. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Untersuchung, aber eben über die Frequenz, mit der im Laufe der Zeit nach Corona diese Emojis benutzt worden sind. Interessanterweise sieht man da, dass die Leute das noch nicht für sich entdeckt haben, dass man jetzt mit der Lunge über Corona und bestimmte gesundheitliche Folgen sprechen könnte, sondern dieses, was mehr auf dieser symbolischen Ebene liegt, mit dem Bakterium, was in Wirklichkeit gar kein Virus ist. Und dem, der Maske. Ja, Masken-Emoji, das sind die Sachen, die die Renner sind, die viel, viel benutzt werden. So mit Twitter. Aber das ist ja schon wieder ein bisschen creepy, oder? Woher haben die jetzt die Infos, was die Leute nutzen? Werden da öffentliche Twitter-Quellen ausgewertet oder gibt es darüber eine Statistik? Weiß irgendwie das Android, gibt das irgendwie anonym weiter, welche Emojis benutzt werden oder wo kommt sowas her? Nee, also da haben die tatsächlich Twitter untersucht. Na gut, okay, das ist natürlich okay. Stimmt. Ich wollte schon sagen, so alles auf meiner Tastatur, also nicht Emojis, so spooky. Dann wüsste man, welche ich inflationär gebrauche, aber das weiß man auch auf Twitter. Genau, genau. Aber das ist ja total interessant, dass das quasi eigentlich zufällig mit der Lunge war, weil ich meine, das ist natürlich viel früher entschieden worden. Jetzt überlege ich gerade, wie lange es eigentlich schon das Masken-Emoji gibt. Weil das fand, also ich war erstaunt, dass es das gab. Ist das auch mit dem Release gekommen oder gab es das vorher schon? Das gab es vorher schon. Das kannte ich also nämlich nicht, habe ich vorher nie benutzt. Wie verbreitet in asiatischen Ländern das Maskentragen ist und das natürlich von medizinischen Berufen das Maskentragen verbreitet war, eigentlich nicht verwunderlich. Aber dass wir es jetzt in unser Vokabular übernehmen, nicht eigentlich in Anführungszeichen, doch in unser Vokabular übernehmen, in unser Symbolvokabular, ist interessant, nicht? Gibt ihm nochmal eine andere Plastizität oder so. Plastizität trifft es richtig, wenn ich an Lunge und Herz denke. Ja. Jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen vom Faden abgekommen. Ist jetzt nicht mehr in der sinnvollen Reihenfolge, aber es gibt noch ein paar. Ach so, richtig, ja. Ich wollte nochmal insgesamt was zur Charakteristik dieses neuen Releases machen. Also die haben sich nicht viel mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt, sondern der Augenmerk bei diesem Release liegt ganz stark darauf, die Forderungen oder die Forderungen nach mehr Diversität auszudrücken. Also es gibt zum Beispiel mehr Hautschattierungen, die ausgedrückt werden können. Es gibt eine, und das finde ich schon ein bisschen interessant, eine Transgender-Flagge unter den Flaggen. Das ist ja nicht ganz selbstverständlich, ne? Und es gibt auch auf der Detailebene, also es gibt so ein paar kulturelle Dinge, da denkt man so an, was kommt ins UNESCO-Kulturerbe, irgendwie spezielle Gerichte und Sachen, die nicht aus dem europäischen oder amerikanischen Raum kommen oder so, solche Sachen. Es gibt so ein paar Ausdifferenzierungen, zum Beispiel ein lachendes Gesicht mit einer Träne oder so. Also so, wo es einfach nur darum geht, noch ein größeres Spektrum von Sachen zu haben, die man komprimiert in einem Emoji ausdrückt. Ja, und last not least, jetzt will ich noch einmal den Bogen zurückschlagen zu Wissenschaftskommunikation. Also wie gesagt, diese Geschichten mit diesen anatomischen Herz und so, das finde ich schon ganz interessant. Das hat auf jeden Fall was. Eine Sache, die im engeren Sinne wirklich nützlich ist und die ich auch empfehlen würde, zu berücksichtigen und zu verwenden. Die Creative Commons Symbole, die wichtigsten, sind jetzt in Unity. Die sind nicht Teil von den Emojis, sondern von den Standardzeichen in Unicode 13. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel den Kreis mit dem CC oder das Männchen für die, das ist glaube ich I, und Public Domain, das ist das durchgestrichene 0, also 0, und noch ein paar
paar andere könnt ihr ausdrücken. Das finde ich sehr schön und ich würde euch wirklich empfehlen, wenn ihr bisher zum Beispiel auf Folien oder so, es ist ja immer so, ich meine, wenn ich eine Publikation habe, habe ich die Metadaten dazu, die sollen das maschinenlesbar ausdrücken, sowas wie Lizenzierung oder so. Aber es ist toll und benutzerfreundlich, wenn man auch in dem Objekt selbst, also zum Beispiel unten auf dem Rand der Präsentationsfolie, wenn man seine Folien veröffentlicht, wenn man solche Sachen wie Lizenzen auch ausdrückt. Und da würde ich euch wirklich darum bitten, hört damit auf, kleine Grafiken zu verwenden, sondern verwendet fortan an dieser Stelle mal die Unicode-Zeichen. Denn der Vorteil ist natürlich, dass es viel nachhaltiger ist. Ja? Also die werden nie wieder weggehen. Es wird immer Teil von Unicode bleiben. Es ist maschinenlesbar. Es wird sozusagen je nach Kontext richtig interpretiert, kann auch von Screenreadern für Leute mit Sehbehinderungen dargestellt werden. Es hat nur Vorteile, macht davon Gebrauch, macht euch damit vertraut. Das ist im engeren Sinne eine digitale Literacy, eine Digital Literacy, mit der wir leben. Und das ist dann, sollten wir dann auch kennen, solche Sachen. Aber wie komme ich denn da dran? Ich habe auf meinem Smartgerät neben der Emoji-Tastatur auch noch eine weitere Tastatur. Ich meine, ich habe da ja keine Taste für auf meinem. Ich wollte gerade sagen, ich komme auch nicht ran. Ich dachte, wollte es gerade versuchen. Oder muss ich auf einer Webseite das suchen und dann Copy-Paste-mäßig irgendwie übernehmen oder wie? Also notfalls geht das immer, ne? Also dann kann man, also ne, sowas wie Emojipedia ist wirklich eine schöne Seite für so einen Zweck. Die findet man auch schnell, wenn man nach Emojis googelt. Und man kann sich auch mit seinem Betriebssystem nochmal vertraut machen. Oft gibt es eine spezielle Tastatur, die man aufrufen kann, die Emojis enthalten, besondere Unicode-Zeichen. Damit muss man sich ja mal ein bisschen auseinandersetzen. Eigentlich fände ich das immer mal so einen tollen Anwendungsfall für dieses, was als Hardware Apple mal vor ein paar Jahren eingeführt hat, dass man einen Bestandteil der Tastatur hat, ohne feste Belegung, sondern wo das Display-Tasten sind. Hätte, würde ich einfach, glaube ich, auf irgendeine belegbare Taste von mir verwendet, Creative Commons Lizenz oder Emoji, glaube ich, setzen oder so. Naja. Ja, aber cool. Das finde ich echt gut zu wissen. Also, weil ich finde es auch besser, als immer diese Grafik da einzubinden und so. Und ja. Echt. Übrigens, also, wo du sagtest, mit dieser Transgender-Flagge fiel mir ein, vielleicht weißt du das ja, wenn man vorher, also ich habe, auf meinem Smartphone gab es die halt ganz lange jetzt noch nicht und dann habe ich aber sie in der Twitter-App zum Beispiel schon auswählen können. Ne? Also ich konnte sie auswählen und wollte sie in mein Profil mit reinnehmen, weil da ja auch Trans Rights are Human Rights drinsteht und wollte die Flagge dahinter machen und dann habe ich das gespeichert und dann wurde daraus die Pride-Flag mit dem Trans-Symbol. Was und für eine Flag? Die ganz normale Pride, Rainbow, Pride, okay. Genau, Pride, die ganz normale Regenbogenflagge und das Trans-Symbol mit den Pfeilen. Ich dachte so, ja. Wie geht das denn jetzt? So, wie ist das denn möglich? Nee, stimmt. Also viele Emojis, die wir heute kennen, sind mal entstanden aus der Fusion von vorhandenen Emojis und das erlaubt es den implementierenden Firmen auch so eine gewisse Flexibilität zu haben. Du kannst einfach überlegen, okay, ich führe das jetzt als Konvention ein, wenn jemand die beiden Zeichen hintereinander bringt, dann will die bestimmt so eine Mischung daraus oder so. Also das ist, glaube ich, so etwas, was die ganze Dynamik bei diesen Sachen auch anheizt. Ne? Mega. Also ich fand es faszinierend, weil ich das dachte mir so, wie kann die App das einfach so machen? Also Wahnsinn. Ja, cool. Ja. Nee, es ist gar nicht so ungewöhnlich. Solche Sachen gibt es mehr, ja. Ich überlege gerade, wollte ich noch irgendwas erzählen? Gibt es irgendwie Aspekte der Wissenschaftskommunikation in Hinsicht auf Unicode und Emoji, die ich total vernachlässigt habe? Dann kann das bitte noch im Chat eingeworfen werden. Aber ich glaube, im Wesentlichen, das war es, was ich erzählen wollte. Genau. Und was ist jetzt mit Version 13? Ist die, das war die, die im März rauskommt, oder ist das jetzt noch die nächste? 13 war die, die im März 2020 rausgekommen ist und die bis Dezember eigentlich implementiert sein soll. Ja.
Ach so, genau. Auf eine Sache, die gar nichts mit Wissenschaft zu tun hat, wollte ich noch eingehen. Das hatte mich so ein bisschen beschäftigt, fand ich interessant. Nämlich Hugging. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen war, es gibt ein Emoji, wo man ein rötlich lächelndes Gesicht sieht mit, und das war bisher Umarmung. Und da ist es wirklich so ein Schritt, dass man gesagt hat, okay, wir lassen das mal so stehen, das Emoji ist im Umlauf, aber wir machen jetzt nochmal ein besseres, neues Symbol für Umarmung, wo man sozusagen im Halbprofil zwei Personen sieht, die sich umarmen, ja? Und das ist viel eindeutiger. So eine Art von Verbesserung oder Evolution gibt es auch. In diesem Fall hat mir gefallen, sozusagen die Politik des Unicode-Konsortiums. Ich komme hier so unkritisch rüber. Also, aber in diesem Fall muss man ihnen Credit geben. Es ist für die Entwicklung von so einem Zeichensatz sinnvolle Sache. Wenn man ein Symbol hat, was vielleicht nicht die optimale Darstellung des Begriffs ist oder immer so und so implementiert wird, dann es einfach mal so stehen zu lassen und dann ein neues Symbol zu machen. Man hätte es ja auch überschreiben können mit einem neuen Bild. Und das fand ich in diesem Fall gut. Also, ja. Genau. Ja, aber das war mein Thema soweit. Genau. Ich finde das gut, dass du das gesagt hast, dass sie das nicht überschreiben, weil ganz ehrlich, ich dachte so bis vor 2 Jahren noch, dass das hier wer sowas heißt wie Stopp, Stopp, Stopp. Ja. Und wenn mir jemand das Emoji geschickt hat, dachte ich so, das passt jetzt nicht in den Kontext. Bis mir mal jemand gesagt hat, das heißt doch umarmen. Und ich so, viel falsch verstanden in meinem Leben, glaube ich. Und ich kann euch sagen, es gibt einen ganzen Zweig von Linguistik, da sind bestimmt schon Dissertationen drüber geschrieben worden oder so. Da steckt total viel drin, weil, also wenn du in den Bereich von sexuellen Begriffen gehst oder so, kommst du komplett auf eine zweite Bedeutungsebene, ja, weil die Leute die Symbole ja nicht verfügbar haben. Das ist die Politik des Unicode-Konsortiums. Aber Leute, Überraschung, sprechen über diese Themen. Überraschung, sie brauchen dazu Emojis. Also denken sie sich die Bedeutung aus. Ja? Und das ist so, da gibt es unheimlich viele Sachen. Es gibt auch auf der interkulturellen Ebene dann nochmal einfach Unterschiede, die man beobachten kann, wenn man sowas wie Twitter analysiert und so. Das ist ein weites Feld, also wirklich, ja. Aaron, ist das eine Regenbogenflaggen-Aubergine? Nein! Wie geil ist das denn? Okay. Aber Anja Lorenz sagt auch gerade den hier. Ganz ehrlich, da weiß ich auch nie, was das bedeutet. Für mich ist das immer so ein Was heißt das wirklich? Dieses Grinsen heißt das. Das heißt Grinsen. Aber ist das nicht dieses, das? Also da gibt es ja noch so eins, wo so ein wirkliches Breite, also das ist für mich mehr so ein Ich glaube, da liege ich vielleicht falsch. Was? Ich habe keine Emoji-Literacy, wirklich nicht. Ach, fragt mich nicht, was die Emojis alle heißen. Ich benutze immer nur den. Aaron DC, kannst du noch mal kurz erklären, wie hast du die Regenbogen-Aubergine erzeugt? Hast du einfach die Regenbogenflagge und eine Aubergine nebeneinander gemacht, wahrscheinlich, ne? Ah, das kann sein. Die ist von Twitch selber. Ach, eine Twitch. Geil. Ja, man hat hier ja noch mal andere Symbole. Ja, die Kombi mag ich auch. Stimmt. Ja, das trägt noch mal ein bisschen zur Verwirrung bei, was überhaupt Emojis sind, weil alle Plattformen noch mal eigene, also ja. Zum Beispiel, vielleicht habt ihr beobachtet, bei der Presidential Debate, jetzt hat Twitter den Hashtag Presidential Debate, darauf folgt ein proprietäres Pseudo-Emoji, was Twitter sich ausgedacht hat, mit so einer amerikanischen Flagge, wo irgendwie was damit, naja, die irgendeine Form hat oder so, ja? Also und solche Sachen gibt es am laufenden Meter. Und das ist teilweise nicht ganz hilfreich, weil diese Sachen sind keine Standards, die man dann über alle Plattformen hinweg hat, ne? Aber ja. Ich glaube, die historische Perspektive, die du jetzt hier aufmachst, der Presidential Debate 2020, ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn diese Presidential Debates 2020 in den Geschichtsbüchern vielleicht nicht unbedingt so gut nachvollziehbar ist. Da können wir, glaube ich, uns alle. Ich glaube, wir können im Nachhinein einfach über das Jahr 2020 so ein Deckmäntelchen des Schweigens legen. Nee. Grundsätzlich können Emojis durchaus sehr konkret sein. Es gibt sogar ein Emoji, was einer konkreten historischen Person gewidmet ist. Wissen auch viele nicht. Welche? David Bowie. David Bowie. Ah ja, das stimmt. Offiziell im Emoji-Standard. Wow, okay.
Ja, Ramedes, gerade ist es nicht sehr naturwissenschaftlich. Wir quatschen hier immer über verschiedene Themen. Wir hatten heute schon sehr viele. Wir hatten aber heute tatsächlich kein rein naturwissenschaftliches Thema, oder? Nee. Nee, nee, heute nicht. Tut mir leid. Vielleicht beim nächsten Mal wieder. Frage an Ramedes und alle anderen. Müssen wir denn ein naturwissenschaftliches Thema haben? Genau, wäre das was ihr hören wollt. Also wir machen ja immer das, was wir denken, was uns interessiert, also was uns interessiert und was wir denken, das ist vielleicht für euch auch interessant. Also wenn ihr mal Themenvorschläge habt oder so, ihr könnt ja einwerfen oder uns an die E-Mail schicken an forschungsstrom@gmail.com und dann gucken wir mal. Also vielleicht, ich freue mich über Themenvorschläge, weil manchmal ist mir auch ein bisschen schwierig, wo ich so denke, was will ich denn jetzt nehmen? Und dann finde ich einen Themenvorschlag manchmal gut und denke, oh ja, das ist ein. Oder auch in der Variante, schickt uns einen Naturwissenschaftler oder eine Naturwissenschaftlerin vorbei. Wir sind ja gastfreundlich hier in der Show. Also. Das stimmt. Wenn ja. Eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler vorbeischauen mag. Ja, genau. Bunt gemischt, das trifft's gut, Aaron. Skinwalker Ranch. Never heard before. Wir machen uns mal schlau. Ja, so, haben wir noch was zu erzählen? Ja, ich wollte euch erzählen, dass meine Fritzbox mir vor 5 Minuten eine E-Mail geschrieben hat, dass sie wieder in diesem Internet ist. Insofern, ja, also geht der Abend doch noch versöhnlich auch für mich zu Ende. Hallo Fritzbox, schön, dass du wieder hallo, da bist. Hallo, ne? Gutes Medienverhalten von der Fritzbox. Solange sie nicht anfängt zu twittern, wäre ich zufrieden. Also, ja, das hätte ich ihr bestimmt auch beibringen können, dass sie so einen Status so... Genau. Hennings Fritzbox ist, hier läuft wieder. Ja, genau. Es gibt einerseits den Status Is Orange Awake und dann gibt es den Status von Hennings Fritzbox online oder nicht, ja genau. Mhm. Is Orange Awake? Ja, ja, es gibt so einen Twitter-Kanal Is Orange Awake und immer wenn da Tweets bei Orange rausfallen, dann sagt er ja, is awake und wenn nicht, dann nicht. Toll. Okay. Ja, genau, aber genau, insofern war es doch heute mal der erste Forschungsstrom mit richtig massiven technischen Problemen. Ja. Aber wir haben es ja noch wieder irgendwie einigermaßen hingekriegt. Genau, es ist nichts. Auch wenn ich mir nachher nochmal angucken muss, wie du die Einführung zu deinem Thema gemacht hast, Claudia. Stimmt, das stimmt. Ja, ich lade das Video, denke ich, spätestens morgen Abend hoch auf YouTube, aber es ist ja hier auf Twitch auf jeden Fall direkt zu finden. No. Haben wir denn wen zum Raiden? Erstmal müssen wir gucken, wann unser nächster Strom ist. Ach ja, stimmt ja. Und dann gucke ich auf jeden Rituale, Fall mal parallel, zu wem wir rüber raiden wollen. Ja. Was sagt denn, ob mein Terminkalender überhaupt noch für euch Zeit hat? Ja, ich weiß ja Claudia, nicht. Willst du denn überhaupt noch mit uns? Möchte ich mit euch noch streamen? Ich weiß ja nicht. Also. Tja. Stress mit den Hiwis, dann noch streamen mit Henning und Lambert. Ja. Mann, der Tag geht gar nicht zu Ende. Ja, ich bin gespannt. Also ich habe jetzt gelernt, also ich habe diese Unterschrift unter diese Berufungsniederschrift gesetzt. Damit ist das jetzt alles offiziell. Aber ich werde noch eine Urkunde bekommen. Also ich bekomme im Januar noch so eine Berufungsurkunde und die kann ich dann, da muss ich ein Foto von machen und dann mache ich auch so ein Lächelfoto. Weißt du, so ein... Ja, darfst du dich denn überhaupt jetzt schon Professorin schimpfen, wenn du überhaupt noch nicht deine Berufsurkunde hast, Frau Dr. Frick? Genau, nur der Doktor, ja, absolut. Ja. Also Berufung ist zwar alles klar, aber erst ab Februar ist man dann tatsächlich Professorin. Ja. Der Präsident der Hochschule begrüßte mich auch mit den Worten, wo ist denn die angehende Professorin? Und musst du dann auf die Landesverfassung was schwören oder irgendwie so? Ja, ich werde verbeamtet auf Probe, aber ja. Also wir Beamten, kann ich dir nur sagen, jetzt schon mal, Claudia, das ist, wir müssen irre aufpassen, sonst werden wir sofort zerbeamtet. Also, zerbeamtet? Ja, was das ist das? In meinem Freundeskreis als Begriff, als scherzhafter Begriff geprägt worden für, wenn ich mal wieder irgendwelche Löffel klaue. Ach so. Aber angeblich, so dass ich zerbeamtet werde. Okay. Ja, so, dann, aber bis dahin würde ich sagen, ich kann gerne noch mit euch sprechen. Schaffen wir noch einen Forschungsstrom, ne? Genau, also 5. November wäre bei mir tatsächlich frei und verfügbar. Bei mir 2 Daumen, auch. Super. Voll. Ja. Wisst ihr das auch schon, Leute? 5. November. Das, wird das von euch toleriert, dieses Datum? Oder haben wir irgendeinen blöden... Ja, warte, ist nicht Präsidentenwahl am Dienstag? Das ist Präsidentenwahl! Das ist aber am Dienstag, den 3. November. Aber gut, bis dahin wird kein Ergebnis feststehen. Insofern können wir auch Forschungsstrom machen. Ja, aber wahrscheinlich hat sich bis dahin Trump schon als König von Amerika deklariert oder so. Man weiß. Ja gut, dann können wir dagegen anströmen. Okay.
Gut, und dann würde ich jetzt mal gucken, wenn wir zum Raiden haben. Ich muss ja erstmal suchen, wo ich denn hier jetzt da. So. Ja, wen sehe ich denn da noch? Erstmal hier laden. Ich gehe mal in Wissenschaft und Technik, ha? So, haben wir das irgendwo hier? Das, irgendwie ist die Twitch-Startseite ein bisschen anders als sonst. Oder habt ihr einen Vorschlag, an wen wir raiden sollen? Oh, JP Thiele sagt gerade nochmal Antrittsvorlesung auf Twitch. Ich meine, du musst ja nicht alles machen, was das Publikum von dir will, aber lustig finde ich die Idee schon, muss ich sagen. Ist gar nicht so verkehrt. Antrittsvorlesung auf Twitch übertragen. Ja. Gucken wir mal, ob das die Technik hinkriegt, ne? Da würdest du eine Duftmarke hinterlassen, Claudia, ja. Das sage ich dir. Mit Thema Wissenschaftskommunikation, cool. Ja. Das wäre witzig. Ich überlege mal drüber, ich denke mal drüber nach. Was sehe ich denn hier? Ich sehe ganz viele Game-Entwickler. Oh Gott. Ach, du was meine... war das denn jetzt für ein Oh Gott hier? Ja, das ist. Ich finde das faszinierend, wie viele hier einfach Coding machen auf Twitch. Ist Wahnsinn. So. Entschuldigung, eine allerletzte Sache muss ich hier noch aus dem Chat, bevor wir raiden, verstärken, die Stimme sozusagen. Anja Lorenz macht nochmal Werbung und das kann ich nur unterstreichen. Für das Edu-Camp, was fusioniert mit dem OER-Camp. Also alle, die sich mit freien Bildungsinhalten beschäftigen, da rumnerden und rumhacken und kreativ sind, sollten sich das mal angucken, die URL jetzt für die Veranstaltung am Wochenende, die Anja Lorenz da gepostet hat. Mhm. Apropos Veranstaltung, haben wir eigentlich schon über das Forum gesprochen? Nee. Erzähl doch mal kurz. Willst du nicht noch, also ich finde, wir können auch ganz kurz über das Forum sprechen, ja, oder? Ja, okay, da haben wir noch ein paar Minuten, ja. Ja, ne? Genau, also wir hatten das schon angekündigt, es gibt dieses Forum Wissenschaftskommunikation, das ist ja eigentlich so eine Art Jahrestreffen der PressesprecherInnen von Wissenschaftseinrichtungen und auch kommunizierenden ForscherInnen. Und ja, das hat sonst traditionell immer als Vorortveranstaltung stattgefunden. Und da hat man dann immer so sich ausgetauscht, was so war so dieses Jahr los in der Wissenschaftskommunikation. Und ja, da haben dann Pressesprecher und Pressesprecherinnen und ja, kommunizierende Wissenschaftler vorgetragen. Und dieses Jahr war das natürlich zum ersten Mal online. Und ja, ich war sonst früher auch oft auf diesen Präsenzveranstaltungen und fand es eigentlich ganz, ganz gut rübergerettet in die Online-Welt. Die eigentliche Herausforderung ist ja nicht irgendwie so ein Talk oder so als Videokonferenz abzubilden. Das ist ja, glaube ich, irgendwie mittlerweile ein gelöstes Problem. Sondern natürlich eigentlich eher so interaktive Sessions, so Workshops oder auch World-Cafés oder so digital abzubilden. Und das hat aber auch erstaunlich gut geklappt. Ich zum Beispiel hatte ein World-Café bei dem Call for Kannst du kurz sagen, was ein World-Café ist? Ja, ein World-Café ist ein interaktives Format, dass wenn du es physisch durchführst, da triffst du dich, ich sag mal, in einer Gruppe mit 30 Leuten in einem Raum und sagst so, okay, ich erzähle euch 5 Minuten das Thema, über das wir hier sprechen und danach teilt ihr euch bitte auf 3 Unterräume auf, in 3 Tische zum Beispiel und stellt euch da jeweils mit 10 Leuten um einen Tisch und diskutiert dann an Tisch 1 die Frage 1, an Tisch 2 die Frage 2, an Tisch 3 die Frage 3. Und danach, nach 10 Minuten klingelt eine Glocke und danach laufen alle einen Tisch weiter. Und so dass am Schluss die 3 Gruppen alle 3 Fragen diskutiert haben, aber dann halt von einem 30 Leute kann man nicht zusammen reden, runtergebrochen auf einen, mit 10 Leuten kann man diskutieren, Kleingruppen, und dann wird im Plenum zusammengetragen, was man an für Erkenntnisse gehabt hat. Und das haben wir auch jetzt mal digital, haben die OrganisatorInnen vom Wissenschaft im Dialog, die diese Veranstaltung durchführen, auch es geschafft, das digital abzubilden. Und ich habe dieses World Café organisiert, inhaltlich und technisch haben das die dann gezaubert, dass das auch sich digital so abgebildet hat mit diesen Breakout-Räumen. Und das hat super, super funktioniert. Und insofern, ja. Und das eigentlich spannende Element am Forum Wissenschaftskommunikation 2020 war natürlich der Vortrag von dir, Claudia, über den Forschungsstrom. Wie ist es denn gelaufen? Ja, war gut. Also es war echt viel Interesse. Ich habe kurz Forschungsstrom vorgestellt, so in 5 Minuten, in ganz, ganz kurzer Form. Und da kamen super viele Nachfragen.
so viele Nachfragen, dass sie mich dann noch angerufen haben am nächsten Tag, ob ich nicht noch mal abends in dem Social Event in so einem Breakout-Room für Fragen und Antworten bereitstehe. Und da haben Henning und ich dann noch mal mit ein paar Interessierten gesprochen, die dann so gewichtige Fragen stellten, wie müssen wir jetzt alle auch Twitch machen? Und Henning, den Avocado, den Avocado Diablo. gespielt hat und auch mal kritische Nachfragen gestellt hat. Das war super spannend. Also es hat eine gute Diskussion gegeben und also auf jeden Fall, die Leute interessieren sich jetzt für Twitch. Die WissenschaftskommunikatorInnen, ja. Ja, müssen jetzt alle auf Twitch machen. Absolut, Sci-Fluencer. So, und was ich noch zum Forum sagen wollte, ich fand sonst immer, das Forum sonst ist ein Format, das halt jedes Jahr stattfindet, aber jedes Jahr an einem unterschiedlichen Ort, sodass man dann immer merkt, keine Ahnung, wenn man mal sich in Dresden trifft, dann merkt man das jetzt eher von den sächsischen Hochschulen, die WissenschaftskommunikatorInnen eher anwesend. Oder wenn man in Karlsruhe ist, dann Schwäbeln und Badensenden, die da halt alle. Und das ist ja super großartig, weil dann haben auch Leute, die vielleicht irgendwie sonst nicht so viel Gelegenheit haben, irgendwie auf Fortbildungsreise zu gehen oder so, die Möglichkeit daran teilzunehmen. Und jetzt beim Online-Forum gab es halt natürlich jetzt nicht so einen regionalen Schwerpunkt, aber dafür gab es sehr viel mehr Leute, die aus dem Ausland, also deutschsprachige WissenschaftskommunikatorInnen, die im Ausland arbeiten, die daran teilgenommen haben. Das fand ich eigentlich einen sehr schönen Aspekt jetzt auch sozusagen von so einem nicht physischen Treffen, dass die daran teilnehmen konnten. Ja, das stimmt. Es war sehr, sehr divers. Also so von der Region und von allem Weiteren. Also auch von den Themen her, fand ich, ehrlich gesagt. Also ich war mein erstes Forum Wissenschaftskommunikation und ich hatte es eher so, weil da die auch ein Thema vorgeben, ne, für dieses Forum, das dachte ich, es wäre alles eher fokussierter auf dieses Thema, aber es war doch sehr breit. Ja. Ja. So, also ich habe tatsächlich zwei mögliche Kanäle zum Raiden gefunden. Und da ist einer dabei, da steht Bachelor-Vorbereitung dran. Das sind virtuelle, also es sind zwei, eine Frau und ein Mann, die offensichtlich in 3D Virtual Reality eine Bachelorarbeit vorbereiten. Allerdings ist die Qualität von dem Stream ein bisschen ruckelig. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist oder ob das bei euch anderen auch so ist. Bevor wir da jetzt rüber raiden und alles nur noch ruckelt, kann mal jemand gucken, ob bei euch das auch ruckelt. Ich glaube, die haben ein bisschen technische Probleme. Oder vielleicht ist es auch mein Rechner, der sagt, also Stream und ein Stream gucken. Aber würden wir das jetzt schlimmer machen, wenn wir den noch, wie viel sind wir jetzt gerade? Ich glaube, wir sind mittlerweile etwas ausgedünnt, aber ich glaube so 20 sind wir noch. Ja, aber machen wir dann bei denen die Technik noch schlimmer, wenn wir 20 Leute rüberschicken? Nee, das stimmt, das glaube ich nicht, aber aber ich dann, wenn Aaron sagt, es macht für die keinen Unterschied, aber es ruckelt tatsächlich. Ja, aber ich finde es natürlich schade, wenn wir dann selber nicht so richtig. Dann gehen wir doch rüber zu jemand anderem. Da sehe ich nämlich, der macht Web-App-Entwicklung und der codet gerade vor sich hin und es ist bunt. Also ihr kennt das Code, bunt. Wer es nicht kennt, der kann das jetzt mal kennenlernen. Oder meinst du, Aaron, wir sollen doch zu denen rübergehen mit ihren... Jetzt ruckelt es nicht mehr. Ach komm, wir gehen zu denen. Ich will wissen, wie man eine Bachelorarbeit auf Twitch vorbereitet, oder? Ja, grandios. Bachelorarbeit, so, wir erfinden jetzt. Ja. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und hoffen, dass ihr noch mal mitkommt rüber zu... ich habe total vergessen, das hier zu erklären. Naja, stimmt, egal. Hast du das nächstes Mal, 5. November. Genau, ne? Alles klar. War mir ein Fest mit euch. 10. Ausgabe Forschungsstrom. Demnächst sind wir richtig zweistellig. Genau, dann sind wir... Oh Gott, 11 Schnapszahl. Alles klar. Ne? Fangt die Bälle auf. Ja, genau. Tschüss.